on the track, I'm going vroom vroom. Try and catch me when I pull up in a zoom zoom. Oh nah, please don't make that call. We don't want no cars, they ain't ready for the cause. Ooh baby, on the track, I'm going vroom vroom. Try to catch me when I pull up in a zoom zoom. So, meine Freunde, jetzt beginnt der Livestream. Wir zocken wieder auf der PlayStation 5 Spider-Man und machen ein bisschen Shopping. Schaltet jetzt ein, meine Freunde, kommt. Let's go. Noch kurz eine Story rausgehustelt, ihr wisst Bescheid, Leute. So, hey Leute, Cramex hier, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream auf meinem Kanal. Ich hoffe natürlich immer, euch geht es allen gut, meine Freunde. Wir werden heute auf der PlayStation 5 weiter Spider-Man zocken und noch etwas Shopping-Stream machen, Leute, ja? Darauf habe ich sehr Bock. Ich hustle hier noch kurz die Story raus, die ich gerade gemacht habe. Also folgt mir auch gerne auf Instagram, weil ihr merkt, da werdet ihr immer benachrichtigt. Immer wenn es Livestreams oder sowas gibt, werdet ihr benachrichtigt. Ihr könnt jetzt schon mal eure Namen in den Live-Chat reinschreiben, denn ich werde gleich drei von euch Paulbergern einmal grüßen, bevor ich euch alle in Knast stecke und wieder den Mitglieder-Only-Chat aktiviere. Dankeschön, Black Knight. Herzlich willkommen als Ehrenmann. Okay, warte, ich mache jetzt hier noch die Story. Livestream online. So. Zack, zack, zack. Ja, was Wichtiges muss sein hier. PlayStation wird rausgehustelt. PlayStation. Story wird rausgehustelt. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. So. Ja, wie gesagt, Leute, ich möchte auch noch ein bisschen Shopping-Stream machen, weil ich habe gerade was unnormal geisteskrank Nices gesehen. Das möchte ich eigentlich sogar noch machen, bevor wir anfangen mit Spider-Man. Nicht, dass die Sachen ausverkauft sind, aber ich grüße euch jetzt gleich erstmal, wenn jetzt hier mal die Story endlich hochgeladen wird. Instagram, warum brauchst du denn so lange? Ach, wisst ihr was, bis das hochlädt, grüßt euch erstmal. Und zwar, wie gesagt, jetzt drei Leute, schreibt jetzt Namen in den Live-Chat. Und zwar, warte mal, oh mein Gott, das geht ja schon wieder so schnell. Ich grüße einmal den Sava 2007, der hier aber Matthias heißt. Gruß geht raus. Dann grüße ich noch den Robin Baumgart. Was geht ab, Bro? Und dann grüße ich hier noch den... Wo war der gerade? Ich habe so einen lustigen Namen hier gerade gesehen. Wo war denn der? Irgendeinen lustigen Namen habe ich hier gerade gesehen. Tronix Gamer, der heißt Anton. Gruß geht raus. An alle, die jetzt nicht gegrüßt wurden, seid nicht traurig. Ihr werdet gleich gegrüßt. Beruhigt euch, okay? Chat, beruhigt euch jetzt erstmal, bevor ich euch jetzt gleich alle in den Knast stecke, Leute. Oh, shit! The Galaxy Smasher hustelt direkt mal 10 Euro raus, gönnt dem Lambo. Kuss auf Nuss, ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön für den Support an dieser Stelle. So, aber, meine Friends, aber, wie gesagt, bevor wir hier mit der PlayStation 5 reinstarten, wollte ich euch noch eine Sache zeigen und die habe ich gerade gesehen und das ist unnormal geisteskrank nice. Das habe ich gerade richtig gefeiert, als ich das gesehen habe. Und zwar, Leute, ich zeige es euch mal schnell hier. Zack, zack, zack. Und zwar, meine Freunde, Travis Scott bringt Klamotten mit PlayStation raus. Also PlayStation, wie die PlayStation 5, mit Travis Scott zusammen. Ich feiere das so geisteskrank. Leute, Travis Scott sowieso greatest of all time, feiere ich unnormal. Travis Scott sollte eigentlich auch jeder von euch spätestens nach dem Fortnite-Event kennen. Und der hat hier so ein paar Klamotten mit Dingen mit PlayStation rausgebracht. Auch die Sneaker, die soll es wohl nur 5-mal geben. Übelst krank, Leute, die Sneaker. Also wenn man die bekommt, ich habe schon meine Sneaker-Käufer, die Grails, Gruß geht raus, die habe ich schon drauf angesetzt. Wenn ich die bekomme, dann bin ich der krasseste überhaupt. Aber meine Freunde, wie gesagt, ich habe das gerade gesehen. Ich finde, hier sind ein paar nice Shirts und Hoodies dabei. Deswegen wollte ich mir da noch was bestellen. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt eh streamen will, mache ich das einfach mit euch im Livestream. Also einen kleinen Shopping-Stream noch hinterher. Dr. Neo, Dankeschön für 5 Euro. Ich grüße dich, mein Bester. Ey, das sind ja so geile Sachen. Allein Skateboard, was hier gibt, Mützen. Oh mein Gott, Leute, Live-Chat, ihr müsst mir sagen, das ist jetzt wie Item-Shop, so ein Ding ist das jetzt. Das ist jetzt wie Fortnite-Item-Shop, ob ihr es gut findet oder nicht. The Galaxy Smasher, Dankeschön für 5 Euro. Wie Trainings... Was? Was hast du hier geschrieben, Bro? Oh mein Gott, der Live-Chat geht so schnell. Wie läuft eigentlich deine Trainingsphase? War es damals eine richtige Maschine, Bro? Corona hat alles zerstört. Ich war, glaube ich, seit einem Jahr, habe ich kein Fitnessstudio mehr so richtig von innen gesehen. Ja, ich war 2-3 Mal, aber das bringt ja nichts, ne? Das bringt ja nichts, wenn man das nicht richtig durchzieht. Digga, Viona, Israel, Dankeschön, 5 Euro auch nochmal. Leute, komm, wir fangen jetzt hier mal an. Und zwar gibt es hier einmal so normale PlayStation-Shirts, wo halt Cactus Jack hinten auf der Rückseite steht. Das ist schon nice. Und vor allem dieser babyblaue Sweater, der ist ja so geil hier. Boah, das sieht auch krass aus. Das sieht auch cracked aus hier mit diesem... Oh, Bruder, ich feiere die Sachen so, ne? Wahrscheinlich sind die Sachen von der Verarbeitung ja nicht mal so wild.
Aber allein schon, weil es einfach PlayStation mit Travis Scott ist und ich beides voll feier, muss ich mir da eigentlich was kaufen, Leute. Oh mein Gott, dieser babyblaue Sweater. Warum will ich den unbedingt haben? Warte, wisst ihr was, Leute? Was sagt ihr? Live-Chat. 1 in den Chat kaufen, 2 in den Chat nicht kaufen. 1 heißt Cop, 2 heißt Drop. Schreibt es jetzt mal rein, Leute. Was sagt ihr? Und ich muss hier mal unbedingt kurz den Only-Mitglieder-Chat aktivieren, Leute. Nehmt es mir nicht übel, aber... Nehmt mir das nicht übel, Leute, aber das ist mir hier zu viel. So, Viona, dankeschön nochmal. Dankeschön nochmal für 5 Euro. Ich küsse dein Herz. Okay, viele schreiben 1. Ich finde auch dieses Babyblau, diesen babyblauen Sweater hier, den finde ich zu wild, Leute. Ehrlich, sei es. Welche Größe brauche ich denn? Ich würde mir den jetzt einfach mal ein L bestellen, weil der darf eher so ein bisschen größer sein als zu locker. Wir nehmen den einfach mal ein L. Zack, in den Einkaufswagen rein. Ganz wichtig, Leute. Dankeschön nochmal, Viona. Kuss und Gruß geht raus. So, wie kommt man denn hier zurück? Warte, hier. Rebecca Löbach, Ehrenmann. Dankeschön. Okay, also den packen wir auf jeden Fall ein. So ein braunes Shirt ist schon nice, aber catcht mich jetzt nicht so krass hier, die Shirts. Der catcht mich auch nicht so. Das finde ich sieht halt... Das hier sieht halt echt lit aus, finde ich, das Shirt hier. Boah, Alter, Viona, danke schön nochmal für 5 Euro. AVSP, Ehrenmann, Ben, Bejan, auch noch Ehrenmann, danke schön. Guck mal, Leute, seid mal ehrlich, 1 oder 2 in den Chat, wie findet ihr das Shirt hier? Travis Scott quasi hier mit so einem... drauf, PlayStation-Logo drauf. Ist eigentlich an sich ganz cool, mir gefällt so, das ist, wirkt so ein bisschen Vintage-mäßig, das Shirt. Finde ich irgendwie auch nice, das Ding. Wisst ihr was, werde ich mir auch mal ein L bestellen bei, kaufen wir auch noch. Haben wir schon 2 Sachen. Was sollen wir uns noch koppen? Gelb fühle ich nicht so. Das irgendwie finde ich auch nicht so nice, mit so einem riesen Gesicht drauf, ist auch nicht so meins. Boah, die Sporttasche hier. Do not disturb, Doorhänger. Oha, cooler Türhänger. Aber 25 Euro für so einen Türhänger. Oh, Bruder, ey. Ein Sitzsack gibt's hier noch. Oh mein Gott, so ein Cactus-Check-Neon-Schild. Boah, ich glaube, ich habe genug Neon in meinem Zimmer. Ich glaube, da ist schon genug Neon, Leute. Boah, sollen wir uns noch was holen hier? Oh, diese PlayStation. Obwohl, nee, feiere ich nicht so die PlayStation-Jacke. Das hier. Obwohl, nee. Ich sage euch, wie es ist. Die zwei Sachen fand ich nice. Aber wir müssen ja jetzt auch nicht. Wir müssen ja jetzt hier auch nicht übertreiben, ne? Die zwei Sachen fand ich gut, aber ich muss mir jetzt ja hier nicht alles gefühlt kaufen. Die anderen Sachen packen. Obwohl, das sieht eigentlich noch ganz cool aus hier. Das in so einem Grau, washed Grau. Hier vorne so ein bisschen Cactus-Check-Logo. Und Rückseite. Was haben wir hier? Oh, dieses blaue Ding, das sieht irgendwie auch noch geil aus. Ja, komm, das nehmen wir auch noch mit. Das bestellen wir auch noch. So, The Galaxy Smasher, 20 Euro. Schreib mal auf Insta weg. Bro, ich versuch's, okay? Galaxy Smasher, dankeschön für 20 Euro. Ihr könnt dem Lambo Kuss auf Nuss. Okay, Leute, wir haben jetzt 3 Sachen für 200 Euro. Ist okay. $200. Keine Ahnung, 170 Euro oder so. Was sagt ihr? Können wir so koppen, oder? Was geht ab, Brainwave Dave? Boah, guck mal. Mylin ist ein Engel. Mylin ist ein Engel. Ja, guck mal, wisst ihr noch, als wir neulich über dieses Wasserthema geredet haben, als ich meinte, Vitell finde ich übelst scheiße. Dreimal dürft ihr raten, was Mylin heute geholt hat. Es gab kein Wolvik. Ja, ist okay. Alles gut. Alles gut. Früher hast du noch Wolvik geholt. Alles gut. Alles gut. Dankeschön. So, okay, Leute, wir kaufen das jetzt mal schnell, ja? Wir switchen jetzt einfach schon mal rüber zur PlayStation. So. Zack. Wir gehen schon mal hier in Spider-Man rein, während ich das hier noch paye. Aber ich glaube, ihr findet das auch nice, was ich mir gönne, Alter. Ich hoffe, das dauert jetzt nur nicht ewig lang, weil ich habe mir auch damals mit McDonalds-Kooperation, mit Travis Scott und der McDonalds-Kooperation, habe ich mir auch was geholt. Die Sachen sind immer noch nicht da. Also, die brauchen halt wieder safe 3 Monate, bis die Sachen ankommen. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie nice, ne? zack. Ich bin halt einfach echt ein riesen Travis Scott-Fan und wie gesagt, PlayStation sowieso schon immer als Kind. Deswegen ist das für mich so ein Ding. Ich muss mir das einfach kaufen jetzt. Da muss ich jetzt einfach reinpannen. Pain. So. Zack. Warte, ich schließe hier noch kurz die Bestellung ab, meine Friends. Dann geht's hier richtig los.
mit Zocken. So. Lieferadresse. Zack. Die zeige ich euch natürlich nicht, meine Lieferadresse, meine Freunde. Ich habe gut geschätzt, sind 171 Euro. Ich habe 170 Euro gesagt. Und Bestellung wird abgeschlossen. Nice. Ich habe mir die drei Sachen von Travis Scott mit PlayStation Collabo. Ah nee, warte, meine Telefonnummer muss ich hier noch angeben. Ja, I agree. Continue shipping. Zack, ist das jetzt hier bestellt oder nicht? Das ist ja hier schon wieder... Oh mein Gott, 60 Euro Versandkosten. Ey, das ist ja asozial. Das ist ja asozial. Jetzt sind es 250 Euro. Dollar. Das finde ich asozial. Du zahlst 60 Euro Shipping-Gebühren. Also, ne? Finde ich assi. Na egal, ich kaufe es mir trotzdem. Use different bill, same as shipping address, complete order. Habe ich das jetzt bestellt? The order being proceed, you are not automatically... Das finde ich schon arg, ne? 60 Dollar, das ist schon arg. Egal, ich habe es jetzt bestellt, Leute. Ich freue mich drauf. Die Sachen werden halt erst wieder in 3 Monaten ankommen. Aber egal, ich habe durchgezogen, einfach bestellt. So, The Galaxy Smasher, danke schön nochmal für 5 Euro, Brudi. Kuss auf Nuss. Hab dir auch schon vor 2 Jahren geschrieben, du Paul Berger. Aber vor einer Minute hab wieder geschrieben, Bro, wenn du willst, guck. Bro, ey, nimm mir das nicht übel. Ich will jetzt hier gerade streamen und nicht hier auf Instagram gerade Smalltalk halten, ja? Also, versteh mich bitte nicht falsch, aber ich will jetzt hier zocken, okay? So. Okay, meine Freunde, wir starten rein. PlayStation 5, Spider-Man, Miles and Morals. Wir haben das Game in der ersten Episode zu 25% durchgespielt. Jetzt geht es weiter. Ich muss nur einmal ganz kurz in den Einstellungen was checken. Und zwar muss ich gucken hier wegen der Musik, weil mein letzter Stream, der wurde einfach geclaimed, weil dem, das ist auch wieder so schlecht, ich verstehe diese Videospiele nicht. Der Stream wurde geclaimed, das heißt, ich verdiene damit kein YouTube-Geld, weil wegen der Musik, weil die Musik war, ist irgendwie mit Urheberrechtsanspruch. Ich finde das so, also so schlecht gemacht von Spielen, wenn ich das streame, weißt du, dann streame ich das 4 Stunden und verdiene dabei nicht mal Geld. Weißt du, also ich mache es ja nicht nur wegen Geld, aber so, finde ich assi. Ne, finde ich assi. Als Videospiel machen die da einfach irgendwelche Musik rein, wo die dann selbst sich das Geld dann holen, so. Finde ich nicht cool. Sage ich, wie es ist. Oder ich mache einfach, wenn diese Rap-Musik kommt, muss ich halt immer schnell Dings machen. Immer schnell Musik leiser. Vielleicht mache ich es auch so, weil eigentlich will ich Musik hören, ne? Ist ja kacke ohne Musik. Komm, Leute, scheiß aufs Geld. Scheiß aufs Geld, ehrlich. Ich will, dass es für euch cooler ist. Wir lassen die Musik trotzdem. Ich muss dann halt, wenn diese Musik kommt, wahrscheinlich immer schnell so kurz den Regler hier runter. Aber, okay, Leute. Fortfahren. Let's go. Wir sind drin. The Galaxy Smasher, 10 Euro. Dankeschön, Bro. Okay, ich bin jetzt hier wieder im Film. Okay, dieser 10er ist als Entschuldigung. Ich verstehe dich. Geh ein Schnitzel auf meinen Nacken essen, Bro. Bro, wenn ich ein Schnitzel esse, dann kostet das nicht nur 10 Euro, weil iCrimex ist Feinschmecker. Aber danke, Bro. Mit deinen restlichen Donis geht da auch ein leckeres Wiener Schnitzel. Kuss auf Nuss, danke. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt wieder in der Story drinne. Okay. Wo waren wir hier stehen geblieben? Genau, wir hatten uns gerade letztes Mal in der letzten Episode bei den Paulbergern hier eingesneakt. Und wir mussten jetzt hier gerade nach hinten... Ey, jetzt ruft mich Meilin an. Kann man hier nicht mal in Ruhe zocken hier? Ja, Schatz. Schatz, ich hab gesagt, du sollst mir bitte das WLAN schicken. Ja, mach ich. Danke. Tschüss. Tschüss. Nicht mal beim Zocken hat man seine Ruhe. Viona, danke schon nochmal für 5 Euro. Ali King, 5 Euro. Danke. So. Jungs, reicht jetzt aber mit Spenden hier, ne? Wir wollen jetzt zocken. Ich brauche kein Geld, alles gut. Mich freut's, wenn ihr auch so am Start seid. Kuss. Ich schicke jetzt noch schnell Miley in ein Bild von dem WLAN-Code, weil die hat irgendwie selbst kein Bild davon. Irgendwie miese Zeiten bei ihr, keine Ahnung, warte. Wo ist sie? Hier, M zu dem Eileen. Zack, Bild ist raus an der Stelle. Check, check. So, Schatz, da hast du dein WLAN-Passwort. Ey! Leute, Luigi, ich will doch jetzt hier zocken. Dankeschön für 5 Schweizer Franken. Heißer Alessio im Fortnite-Item-Shop. Kuss geht raus. Bro, Alessio, grüße dich. Danke für den Support. So. Okay, wir müssen jetzt hier nach Dings suchen, nach Hinweisen. Wie gesagt, wir haben uns ja in der letzten Episode hier eingesneakt bei den Schlingeln. Bei dieser, wie heißen die nochmal?
Ich habe schon vergessen, wie die heißen. Die wollen ja diese Roxxon-Energie kaputt machen. Und wir mussten hier irgendwie nach Hinweisen suchen, aber ich weiß gar nicht, nach was wir hier suchen. Ich mache hier diese Hinweis aktivieren. Warte, hier diese Waffen, oder? Kann das hier sein? Ansehen? Vielleicht muss ich mir auch einfach alles mal ansehen. Ach nee, das hatten wir uns schon angeschaut. Katharina Moon. Dankeschön für 5. Katharina, nicht so frech hier. Ich hab doch gesagt, Schluss jetzt. Nils Mündelei, was geht ab? Underground heißen die, genau. Bin eine stille Zuschauerin, aber das muss ich dir jetzt mal sagen. Du bist mit der Zeit ein echt angenehmer YouTuber geworden. Schaue dich jetzt richtig gerne. Katharina, vielen, vielen Dank für den Ehrensupport und für die netten Worte. Schade, dass du mich nicht schon immer gerne geschaut hast, aber freut mich, dass du mich jetzt gerne schaust. Kuss geht raus. So, hier geht's nicht lang. Ey, Live-Chat, helft mir mal bitte. Helft mir mal, wisst ihr, was wir hier durchsuchen müssen? Irgendwie diese Hinweise, die bringen uns hier gar nichts. Das haben wir ja gerade hier gecheckt. Dann laufen wir mal hier hin. Vielleicht müssen wir hier den Hinweis durchsuchen, damit es dann hier mal weitergeht. Dankeschön für 2 Euro. Gruß geht raus an Viktor. Okay. Ich will jetzt auch mal wieder kämpfen hier. Sammle Hinweise, um das Nuform zu finden. Ja, was denkst du, was ich denn machen will hier? Ja, das haben wir auch schon gesehen. Du musst Hinweis suchen und dann geht's weiter. Da, Flixi, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich hier Hinweise suchen muss und dann geht's weiter. Danke, dass du mir jetzt nochmal geschrieben hast, was hier auch bei mir schon in der Missionsaufgabe steht. Ich hab ja gefragt, wo hier die Hinweise sind. Wo sind die Hinweise, Junge? Hinweise für das Nuform. Ich glaube, hier waren wir aber noch nicht. Hier bei dieser Box, oder? Zack, vielleicht ist hier Hinweis fürs Nuform. Eine Vorratskiste? Ja, irgendein Arschloch beklaut uns. Man hört mich doppelt. Das wird spannend. Okay. Felix, Testo, du musst mal YouTube neu starten. Das liegt nicht an mir. Du musst zu dem Motor, muss ich gehen. Ah, dankeschön für den Hinweis, Bro. Zu dem Motor. Aber wo ist hier ein Motor? Wo ist denn hier ein Motor, Bruder? Die ganze Zeit, mir werden eigentlich nur diese gelben Dinger hier die ganze Zeit angezeigt. Ich bin gerade ein bisschen lost. Hier hinten, ist das hier hinten ein Motor oder was? Ach, man kann ja auch rennen hier. Ich laufe jetzt einfach mal hier kurz rum und guck mal alles überall, wo ich Dreieck drücken kann. Wir müssen ja Hinweise finden. Kann ich hier irgendwo Dreieck drücken? Das muss doch hier sein, wo wir vorhin am Anfang schon waren. Ganz schön viel Geld. Ja, das ist richtig viel Geld. Das sind die Batzen. Meine Stimme wiederholt sich manchmal. Vielleicht nutzen sie Fisks Geheimräume im Erdgeschoss. Das kann halt einfach nicht sein bei mir, von mir aus. Da müsst ihr mal bei euch den YouTube neu laden. Ah, warte. Ach, da hinten geht's lang. Da müsst ihr mal YouTube neu laden. Das liegt dann an YouTube, weil das kann nicht sein, dass bei mir hier irgendwas wiederholt, Leute. Das kann echt nicht sein. Vom Ding her. So. Okay. Ich muss... Jetzt geht's los. Jetzt sind wir wieder back im Business. Okay, Miles. Miles schreibt jetzt mit Genk. Wer ist denn Genk? Ach, Genk ist dieser eine Dicke, unser Kumpel. Zieh dich um. Okay, wir ziehen jetzt unser Batman-Suit, unser Spider-Man-Suit an. Wem schreibst du da? Oh-oh. Meiner Mom. Oh-oh. Ja. Ich glaube, die schöpft Verdacht. Ernsthaft? Jetzt? Ja, sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass... So, meine Freunde, danke. Für die, die es letztes Mal ja nicht mitbekommen haben, das ist eigentlich unsere beste Freundin. Die arbeitet aber für den Underground. Definitiv. Und ist eigentlich so gesehen eine Gegnerin von uns. Und deswegen sneaken wir uns hier beim Underground mit ein. Okay, Miles, zeig mal her. Die Grafik ist wirklich sehr, sehr lit, Leute.
Okay, jetzt die Frage, wo will er sich jetzt als Spider-Man umziehen? Wo zieht er sich jetzt um hier? Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. Ich mach schon seit 7 Jahren YouTube. Okay, jetzt sind wir als Spider-Man hier eingesneakt. In der Lüftung. Klasse. Hast du rausgekriegt, wo sie das Nu-Form verstecken? Noch nicht. Aber Finn ist in Richtung Keller. Ich werde versuchen, ihr zu folgen. Hey, wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und summst spannungsgeladene Musik vor dich hin und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken dieser hängt, Gang hat Knacks. Eine Bombe bastelst? Warte, was? Nein. Oh, gut. Shit. Ey, Leute, wenn wir hier erwischt werden in der Hauptbase, wenn wir hier in der Hauptbase erwischt werden von diesen Underground-Leuten, dann sind wir komplett am Arsch. Okay, wir suchen nach einem Geheimraum. Warte mal, ich will ganz kurz hier noch einmal den Sound ein bisschen lauter machen, Leute. Einstellungen, Audio. So, Gesamtlautstärke. Achso, das ist schon voll laut hier. Musiklautstärke. Dialog, Bo-Lautstärke, Effektlautstärke ist gut. Audio-Balance. Englische. Okay, nee. Können wir eigentlich alles so lassen. Ich wollte es noch ein bisschen lauter machen. Wie findet ihr das? Ist Sound okay, Leute? Ey, ich hab echt Schiss, dass wir hier erwischt werden, ne? Wir gucken mal, wir scannen mal. Wo müssen wir hin? Okay, das sind alles hier Gegner. Gottes Willen, ey, hier würden wir doch niemals lebend rauskommen, wenn wir jetzt anfangen, hier mit denen zu fighten. Ich glaube, ich halte mich hier lieber ein bisschen bedeckt. So, wir halten uns hier mal ein bisschen bedeckt, sneaken uns hier rum. Ey, als ob ich hier die alle ausnocken muss jetzt. Als ob ich hier die alle ausnocken muss. Oh mein Gott, Digga. Ich muss mit ihm echt einen Takedown machen. Und jetzt Tarnung. Oh mein Gott, Leute, ich muss erst mal wieder in meinen Rhythmus reinkommen. Oh mein Gott, guck mal, wie die alle auf mich schießen. Zu krank. Das ist zu krank. Ey, oh mein Gott. Guck mal, wir weichen hier die ganze Zeit aus. Ey, Alter, ich sterb hier fast. Man hört dich doch. Ich warte mal, bevor es hier weitergeht. So kann ich hier nicht streamen. So kann ich nicht arbeiten, wenn ihr sagt, ich höre mich doppelt. Eine Sekunde. Ich höre jetzt selbst kurz in meinen Stream rein, okay? Ich spule kurz ein bisschen zurück. Ey, ich sage, ich nehme es mir nicht übel, aber ich höre mich... Das liegt an YouTube. Das kann auch gar nicht von meinem Setup her sein, dass das zweimal gedingst wird. Ich habe auch keine verlorenen Frames, mein Internet, mein PC. Alles läuft bestens. Das liegt an YouTube, Leute. Aktualisiert bei euch bitte mal den Stream. Oder hört das gerade jeder? Oder es kann nur sein, wenn es jeder hören würde. Man hört dich nicht. Ja, danke, Jojo. Das liegt an einzelnen Personen. So, okay, jetzt will ich davon nichts mehr hören. Wie gesagt, wenn YouTube bei euch Trouble macht, dann müsst ihr mal kurz aktualisieren. Ich kann dafür nichts. Nehmt es mir nicht übel. Das ist einfach, YouTube macht manchmal Problems. Okay, jetzt mal Real Talk. Das kann man doch gar nicht schaffen hier. Das kann man doch gar nicht schaffen. Das sind so viele Leute, die haben mich ja direkt hier weggelasert. Oder man muss unsichtbar. Warte, ich muss mich hinsneaken hinter die Unsichtbaren, die dann alle ausnocken. Aber das sehen die ja dann auch irgendwie immer. Oh, der hat mich fast gesehen. Der hat mich fast gesehen, der Typ da drüben. Der Paul Berger. Ja, die sagen schon, versuch uns mal hier anzugreifen. Bruder. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß echt nicht, wie ich hier nicht sterben soll. Ich muss eigentlich einfach jetzt anfangen, ne? Okay, warte. Ich will den als erstes ausnocken. Ich muss ihn hier drüben als erstes ausnocken. Okay. Ausgenockt. Ausgenockt haben wir den. Wichtig. So, mein Tarnungsenergie lädt jetzt wieder auf. So müssen wir, genau so müssen wir das spielen. Da unten ist der Nächste. Da unten ist der Nächste. Oh nein, jetzt haben die mich wieder gesehen. Warum haben wir das nicht genauso wie gerade eben gemacht? Ey Leute, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Guck mal, die treffen mich auch immer.
Danke für die Doni. Tomatensaft. Guck mal, ey, was ist das? Ich bin noch in der Bewegung und die treffen mich. Das kann doch nicht sein, ey. Das kann, ey, das ist doch viel zu schwer hier, das Level. Das ist doch viel zu schwer hier. Okay, ich versuche die jetzt einfach hier nach und nach wegzunocken, Leute. Den versuchen wir jetzt nach und nach wegzunocken. Okay, okay. Jetzt haben die mich wieder aus den Augen verloren, die Bummis. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, okay, okay. So spielen wir das, Leute. So spielen wir das. Takedown. So, perfekt. Und ausgenockt. Genauso machen wir das. Ey, die treffen mich. Wie geht das? In der Bewegung. Die haben beste Aim. Ja, guck. Doch, ich muss ja auch hier lang. Das ist doch hier, besiege den Underground. Alle Mitglieder muss ich hier wegmachen. Das ist doch die Mission. Das ist ja so schwierig. Aber wir kriegen das hin. Warte mal, ich glaube, man muss immer gucken hier, ob das sicher wäre, den wegzunocken oder nicht. Das wäre ein lauter Takedown. Wir müssen immer gucken, ob da unten leiser Takedown oder... Warte mal, warte mal. Wir müssen... Jetzt habe ich das verstanden. Wir kriegen immer angezeigt, ob man die Leute wegnocken kann, ob das auffällt oder nicht auffällt. Jetzt habe ich das erst verstanden, Leute. So, guck mal, der zum Beispiel, der wäre jetzt leise. Das fällt, glaube ich, nicht auf. Und jetzt in Tarnung gehen. In die Tarnung rein. Tarnung, 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 Tarnung. Okay, okay, wir sind fast aufgeflogen, aber ging nochmal gut. Ging nochmal gut. So, jetzt halten wir wieder die Tarnung. Machen wir jetzt wieder aktiv. Tarnung aktiv. Und das ist der nächste Idiot, den wir wegkloppen. Okay, jetzt in Deckung bleiben. Niemand erwischt uns gerade. So spielen wir das runter. Galaxy Smasher, 5 Euro. Einfach Donation, um dich aufzuregen. Ja, Digga. Du lenkst mich halt vom Spielen ab, Bro. Aber danke, Galaxy. In Taron, Dankeschön. Okay, okay, okay. Jetzt bitte, bitte lenk mich nicht ab jetzt, Leute. Wir sind gerade dabei, das zu schaffen. Das ist eine harte Nummer. Das ist eine richtig harte Nuss hier. Ein paar sind schon weggenockt. Das ist schon mal gut. Okay, warte, warte, warte. Wo sind hier die nächsten Idioten? Da vorne ist einer. Ich will den als nächstes wegmachen. So. Und unsichtbar. Ich habe mich unsichtbar wieder gemacht. Wichtig. Und hier den nächsten. So, fast aufgeflogen, aber ging nochmal gut. Guck mal, Leute, jetzt haben wir es raus. Jetzt haben wir es raus. Man muss einfach schnell sein. Man muss sich einfach sehr schnell hin und her bewegen. So. So ein bisschen hier an Wänden krabbeln. Okay, wir machen mal unseren Scan rein. Da, oh mein Gott, guck mal, wie viele wir schon weggenockt haben, wie viele hier aber trotzdem noch sind. Oh mein Gott, Digga. Zu cracked. Okay, okay, okay. Da unten sind halt auch drei nebeneinander. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber diesmal kriegen wir es hin. Da unten patrouillieren auch zwei. Da steht auch Gefahr jetzt, genau. Sind hier noch welche oben? Wir werden das von oben nach unten langsam machen. Zum Beispiel da ist auch ein... LOL, der springt ja herum. Wer ist das denn? Warum springt der denn da so rum? Direkt in die Schnauze rein. So, niemand hat mich entdeckt, zum Glück. Das war halt sehr auffällig, aber wir mussten den wegnocken.
Guck mal, wie viele Gegner hier sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott, wir werden das niemals leben schaffen. Wir müssen uns wieder so einzelne Leute raussuchen. Besiege den Underground. Ah, ich hab... Oh mein Gott, ich bin dumm, Leute. Ich bin dumm. Ich hab eine Sache vergessen. Guck mal, ja. Geht mal da bitte alle hin. Geht mal schön da hin. Und dann können wir das nämlich in die Luft jagen. Genau, lauft mal da alle hin. Perfekt. So, die haben wir mal Elektro geschockt. Here we go, Leute. So machen wir das jetzt. Jetzt machen wir uns hier wieder ein bisschen unsichtbar. Wir sind wie ein Phantom unterwegs. Wie ein Phantom. So, jetzt muss ich als nächstes die zwei da unten ausnocken. Die sind wichtig. Die muss ich wegmachen. Hey, warum springt der denn hier schon wieder so um? Gefahr? Gefahr? Ja, da ist Gefahr. Ey, das ist echt gerade nicht einfach, ne? Ich finde das schon sehr anspruchsvoll hier. Ich muss, glaube ich, nochmal irgendwo so ein Elektro-Ding dran werfen. Wir gucken nochmal. Kann ich nochmal irgendwo so ein Elektro-Ding? Ja, da unten zum Beispiel. Sehr gut. Wichtig. Zum Beispiel hier werfen wir nochmal eins dran. Dann gucken die wieder. Okay. Und. Oh nein, ich werde gerade... Boah, ich wurde fast erwischt gerade. Fast wurde ich gerade gesehen. Zum Glück nochmal unsichtbar gemacht. Ist das überhaupt richtig so? Dass man hier wirklich jeden wegnimmt? Ich glaube, man muss hier wirklich jeden ausschalten. Warum haben die mich denn jetzt auf einmal alle gesehen hier? Ich war doch getarnt. Ich glaube, ich gehe jetzt aber so ein bisschen in Angriffsmodus. Ich habe schon echt viele ausgeschalten. Ich werde jetzt ein bisschen in Attack. Wir gehen jetzt ein bisschen in aggressiveren Modus. So. Okay, wir gehen jetzt. Ich werde jetzt diese drei Leute da unten ausnocken. Oh, vielleicht auch doch nicht. Es ist doch ein bisschen viel. Okay. Wir sind wieder unsichtbar. Das werden aber auch irgendwie nicht weniger, habe ich das Gefühl, da unten, ne? Das werden halt echt nicht weniger. Scheiße, ich habe keine Dinger mehr. So, hier nochmal zwei weg. Oh je. So, wieder zwei weg, Leute. Sehr gut. Zwei Bummis weniger. Ihr merkt, man muss hier richtig vorsichtig. Richtig vorsichtig machen. Okay, den nächsten weg, wichtig. Wichtig, Leute. Dankeschön, Emine.
so wichtig. Ey! Sollen der jetzt? Hör mal auf hier. Digga, er ist der Osterhase. Er hüpft hier rum wie der Osterhase. Komm doch mal her. Komm doch mal her, Junge. Langsam geht's mir echt auf die Eier, Alter. Oh, der ist strong. Der Typ ist strong, Digga. Wir müssen uns ein bisschen mit dem boxen, glaube ich. So. Du kassierst jetzt mal ein paar hier, Junge. So. Schön auf dem Deckel. Ey, der steht ja wieder auf. Es wird Zeit für dich liegen zu bleiben. Finisher bereit. Ah, und leider ist er jetzt schon weg. Perfekt. Okay, wir haben es geschafft. Emine, dankeschön. Nochmal für 5 Euro. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Emine Sado. Okay, sehr gut, Leute. Wichtig. Wichtig. Wir haben hier übelst viele ausgenockt gerade. Das war schon, war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay. Wo müssen wir jetzt aber hin? Wo müssen wir jetzt hin? Ich muss hier nach einem Geheimgang suchen. Hat er gerade... Habe ich das richtig verstanden? Ich soll hier nach einem Geheimgang suchen? Oh je. Muss ich hier oben hin? Mach mal hier ein bisschen Scan. Finde das Nu-Form. Warte, sind da irgendwelche großen Statuen? Ja, hier sind große Statuen. Da war eine. Da hinten. Hier die doch mal an. Da hinten ist eine große Statue. Passen zusammen wie Essiggurken und Ursaft. So. Was? Ich get. Oh mein Gott, eine riesige Statue. Ich glaube, ich hab was. Ich glaube, den müssen wir bewegen. Und dann ist da bestimmt so ein Geheimgang oder so drunter. Boah, Leute, wie ich es wusste. Wie ich es einfach wusste. Geheimtreppe. Ja. Eine geheime Treppe. Ganz wichtig, Leute. Eine Sekunde, meine Freunde. Ich muss nur einmal ganz kurz, bevor wir da reinlaufen, das Fenster aufmachen, weil die wird schon wieder so warm. So, gleich geht's weiter. Ich sag euch ehrlich, mein Zimmer, das heizt sich hier zu sehr auf beim Zocken. Also wirklich Real Talk. Das ist schlimm. So. Okay. Okay, Leute, es geht weiter. Wir gehen jetzt hier in den Secret Underground rein. Okay, wir müssen den Fahrstuhl aktivieren. Ganz schön tief. Ja, das ist ganz schön tief hier. Viele Gangsterbosse haben solche Geheimausgänge. Vielleicht wollte Fisk den nutzen, als der andere Spider-Man hinter ihm her war. Ein schnellerer Aufzug. Wir sind aber der allerechte Spider-Man. Setz den Superschurken bloß keine Ideen in den Kopf, ja? Sind, ob das hinter mir echte Fische sind? Christ faded? Ja klar, das sind echte Fischis im Fernseher drin. Oh mein Gott, okay. Wir sneaken uns jetzt an der Decke vorbei, auf Spider-Man-Style angelehnt. Hast du gehört? Das Nu-Form macht auch den Underground krank. Die sind so... Ja, die Snu-Form, diese Energie, das macht, macht die Leute krank, ne? Das haben wir ja schon gelernt. Eigentlich ist dieser Underground, finde ich mal, gar nicht mal so böse. Das sind zwar eigentlich die Bösen und wir kämpfen gegen die, aber eigentlich wollen die das Snu-Form ja stoppen, weil das Menschen krank macht. Also eigentlich sind die ja irgendwie auch gut so. Wisst ihr, wie ich meine? Genki, das Snu-Form ist weg. Wir wissen nicht, ob der Kanister sicher ist. Er war heiß, vibrierte, als wäre er instabil. Das war der neue Spider-Man. Seine Kräfte ändern die Struktur. Niemand darf das Zeug anfassen. Ach, jetzt sind wir schuld. In einem muss das Nu-Form sein. Ich brauche ein besseres Bild. Dann kann ich es eingrenzen. Wir wissen nicht genug über das Zeug. Was es ist, woher es stammt.
Mein Bruder hat es entwickelt. Chefchemiker. Und Roxxon brachte ihn um. Krass, stellt euch mal vor, jemand ist einfach so neben euch und ihr merkt es einfach gar nicht. Oh oh. Ich höre nicht auf, bis Roxxon untergeht. Seid ihr dabei? Oh mein Gott. Du doch. Gut. Ich brauche Strom. Generatoren, Autobatterien, alles, was ihr findet. Bringt alles ins Theater. Boah, das war anders knapp. Oh oh. Keine gute Idee, mich anzugreifen. Oh je. Oh mein Gott! Was ist das denn für ein neuer Move, Alter? Keine Ahnung, was das war, aber es hat funktioniert. Oh! Okay, mach dein Ding. Ich nehme mir die Karte an. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Cool, ich schock dann mal weiter. Oh mein Gott, okay, man muss wirklich aufpassen. Die Leute sind wirklich krass strong geworden hier. Doch, ich werde euch alle aufhalten, weil ich bin der allerechte Spidey. Ich habe halt schon sehr viel Leben verloren, da muss ich ein bisschen aufpassen. Was soll denn das jetzt? Ey, ich glaube, ich bin einfach raus, weil, ey, ohne Spaß. Ich komme hier gar nicht mehr klar auf diese neuen, auf die Controls hier. Oder die Gegner sind irgendwie geisteskrank stark geworden. So, direkt ein Takedown hinterher. Ey, die nerven mich, echt. Geh mir nicht auf die Eier jetzt. Finishing Move, Finishing Move. Wichtig. Jetzt läuft der Hase. Jetzt bin ich wieder drin hier. Jetzt bin ich hier wieder drin. Ey, Mann. Ey, seit wann können die denn ausweichen? Gangsterhöhle kämpfen von meiner Liste streichen. Siehst du? Was war das denn? Wir machen dich fertig. Die sind echt strong mit dem Schwert hier. Ey. Komm, Tarnung, lad schnell auf. Wir brauchen die Tarnung wieder. Die Tarnung ist ganz wichtig. Ihr seid ein Scheiß, Alter. So, jetzt nochmal schön unsichtbar machen. Einen Scheiß hast du, Junge. So, und jetzt der letzte. Oh mein Gott, nein! Ich wollte gerade den Finishing Move, Mann. Okay, ich bin fast down, ich bin fast down. Das ist der letzte. Ist das deins? Nein! Was? Ey, das darf doch echt nicht wahr sein. Ey, sorry Leute, dass ich heute so schlecht bin, aber irgendwie sind die Gegner auf einmal viel stärker als in der letzten Episode. Keine Ahnung, was das war, aber es hat funktioniert. Okay, mach dein Ding. Ich sehe mir die Karte an. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Cool. Ich sag euch, wie es ist, ich gebe alles, Leute. Ich gebe hier wirklich alles. Aber die sind wirklich strong as. Okay, jetzt unsichtbar. Jetzt aber schnell! Ihr geht mir mies auf die Eier. Okay, okay, okay. Und den Punishing Move. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr diesen Move gesehen am Ende?
Fisk aufstellen zu Hause. Oh mein Gott. Okay, Leute. Was sollen wir jetzt hier noch machen nochmal? Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Was sollen wir denn machen? Gesamtfortschritt 15. Okay. Hier sind wir jetzt gerade. Hier sind wir und wir sollen aber... Wohin sollen wir einen Waypoint setzen? Hier. Ich glaube, hierhin müssen wir. Ist noch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt. Okay. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Du hast es gesagt. Worauf wetten wir, dass jetzt gleich nochmal 30 Gegner kommen? Klingt, als hätte sie das... Wir heilen uns erstmal schön auf. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du zuerst zu den anderen Frauen verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. So, okay, wir sind raus. Sehr gut. Ich setze die Verstecke auf meine To-Do-Liste und melde mich, wenn ich beim Theater bin. Und ich... Versuche, wir springen wieder durch die Stadt, Leute, und wir haben jetzt einen weiteren Fertigkeitspunkt bekommen. Das heißt, wir können uns wieder stärker machen und neue Attacken skillen. Kilian, was geht ab? BTF Spirit, was geht ab, Boys? Warte mal, wir müssen aber dahin. Ich habe den falschen Point markiert. Hier hinten, zu diesem gelben Zeichen müssen wir hin. Es wird eigentlich auch mal Zeit für uns, dass wir uns mal einen neuen Spider-Man-Suit freischalten. Hey Leute, heute wird das mal ein bisschen... Hallo, kannst du mal wieder hier schwingen? Perfekt. Wenn ihr beim Angriff des Underground auf Rocks und Plaza verletzt wurdet, körperlich oder seelisch, sucht euch bitte, bitte Hilfe. Auf meinem Blog stehen die zuständigen... Ja, Danny Cast, niemand interessiert, was du hier gerade redest. Ich stelle ein Exposé über den Underground zusammen und brauche eure Hilfe. Wenn ihr Infos... Das Problem ist, ich glaube, ich muss mir ab und zu mal diese Kisten holen, die hier in der Stadt sind. Weil da kriegt man dann auch die Anzüge, glaube ich. Wo ist denn hier so eine Kiste zum Beispiel in der Nähe? Zum Beispiel, ja, genau da, wo wir hin müssen, ist auch so eine Kiste in der Nähe. Wir checken mal auch diese Kiste aus, weil da können auch Anzüge drin sein. Wenn ich herausfinden kann, was Finn mit dem Nuform vorhat und es ihr wegnehmen kann, wird's ein guter Tag. Wie viel kostet die PS5? Ja, die PlayStation 5 kostet ja... Mit Laufwerk 500 und ohne Laufwerk 400. Der Underground ist überall. Sie sind also überall Grund? Der war wirklich schlecht. So. Let's go. Das steht unter Strom. Spidey, Junge, pass mal auf. Das hat gezwiebelt. Dein Anzug sagt, das waren 300 Kilojoule. Und du sagst nur au? Ja, wir sind Spider-Man. Uns tut nicht so zu leicht ein bisschen so ein kleiner Stromschlag weh. Okay. Der Strom. Oh mein Gott, guck mal, wie viele Gegner da unten schon wissen. Aber wir müssen die Stromquellen ausschalten. Leute, ich sag euch, wie es ist. Da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen die einfach wegkloppen. Da werden wir nicht drum rumkommen. So, aber den werden wir erstmal ausnocken, ohne dass es auffällt. So, und den Sniper da oben will ich auch noch. Hier sieht's richtig toll aus. Ist hier irgendwo ein Phantom? Kann der mal umfallen? Guck mal, wie lange der wieder aufsteht. Reicht jetzt. Fertig jetzt mit dir. Gut, wir machen uns einmal unsichtbar. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir meinen speziellen Move. Yeah, man! Okay, der ist gut gepanzert. Da muss man ein bisschen aufpassen. Du willst einen fairen 1v1-Fighter? Dann machen wir es halt auf diese Art und Weise. Und bam, in der Luft weggetackelt. So, wer will jetzt noch Ärger? Du willst hier noch Ärger? Kannst du haben. Kein Problem. Kein Problem. So, jetzt Generator einmal bitte broke machen. Wow, kaputt, Mann. Let's go. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, oh mein Gott, jetzt. Und das jetzt noch zweimal. So, da oben ist der nächste Spot. Wo die nächsten Gegner schon auf uns warten. Oh, warte, wir müssen wieder ein bisschen
unerkannt bleiben. So, wir müssen das gerade, wie eben, sehr mit Taktik angehen. Das heißt, am besten zuerst die Sniper-Renos wegmachen. Obwohl, hier gibt es jetzt eigentlich... Die sind alle hier auf einer Höhe, okay. Da müssen wir einfach rein. Da müssen wir einfach rein in die Olga, ich merke das schon. Obwohl, den da unten können wir ja schon mal alleine ausschalten, ohne dass es auffällt, ne? So. Okay, fast sind wir aufgeflogen. Ich sage euch, wie es ist. Wir müssen einfach... Ich werde jetzt einfach hier wieder reingehen und meinen speziellen Move machen. Oh mein Gott. Okay, wieder ein bisschen unsichtbar. Und jetzt machen wir unseren speziellen Move, wo drei Leute auf einem Haufen stehen. Tschüss. Oh mein Gott. Ey, fast gerade draufgegangen auf einmal. Okay, wir müssen uns einmal kurz full healen. Tarnung rein. Tarnung aktiv, Tarnung aktiv. Und mitten ins Gesicht. Was denkst du, wer du bist? Das bringt so nichts, Leute. Das bringt so nichts. Okay, jetzt gerade ein bisschen hier auf Krampf. Die treffen mich aber auch jedes Mal, ne? Geh doch mal hier hoch. Okay. Wir müssen einen Takedown machen. Wir müssen einen Takedown machen, um die auszuschalten, Leute. Einen saftigen Takedown. Und wieder hoch. Ein bisschen in der Bedeckung halten. In der Bedeckung halten, Leute. So, da ist noch einer. Noch zwei sind hier. Noch zwei, okay. Sollten wir hinkriegen. Ah, doch, noch einer. Okay, kein Ding für den King. Kein Ding für den King, Junge. Okay. So. L1. Wir machen hier wieder den Generator kaputt, Leute. Und Brock. Einer nach dem anderen. Und jetzt werfen wir erstmal noch eine Dose durch die Gegend. So, der zweite von drei Spots ist durch. Oder? Glaube ich zumindest. Jetzt müssen wir da... Oh mein Gott, wir müssen da ganz hoch, Leute. Zum Glück sind wir Spidey. Kein Ding für uns. So, einfach mal schnell eine Wand hochrennen. Spider-Man, Spider-Man. Moin, Meister! Ey, nein! Verkackt. Erstmal unsichtbar. Hä? Ah ja, besser ist es. Treff doch mal. Ja, ihr könnt versuchen, mich zu erwischen. Aber ein Spidey zu erwischen ist nicht so einfach. Hä, wer sniped mich da? Oh mein Gott, guck mal von da oben. Was soll denn der Scheiß? Machen die hier auf einmal auf Sniper oder was? Okay, wir chillen hier dahinter. Weißt du was? Um den Typen kümmere ich mich jetzt als erstes. Um den Typen werde ich mich jetzt mal hier als erstes kümmern. So, weißt du was? Du snipest hier von hinten auf ganz ekelhaft. Lol, guck mal, die können einfach ausweichen. Komm jetzt her! Digga, was ist mit denen? Digga, ey, also er triggert mich halt wirklich weg, ne? Dann machen wir es halt auf diese Art und Weise. Lol, er ist der beste Spieler aller Zeiten.
Er weicht jeden Move aus von mir. Digga, Jesse Cat. Arturio 20, was geht ab? Hä? Der Typ ist absolut geisteskrank. Warte mal, wir werden jetzt direkt mal da hochgehen. Das lasse ich mir hier nicht gefallen. Das lasse ich mir hier nicht gefallen, Leute. So, diesmal punch mir den direkt weg. Okay, ich glaube, die ist fertig. Ach, hier ist noch jemand. Hä? Wo kommen die denn auf einmal her? Ja, das ist jetzt wieder der Paulberger, der hier ausweicht, oder was? Ist das hier der? Ja, aber ich kann mich unsichtbar machen. So regeln wir das hier. Was sind das eigentlich für Dinger, die hier in der Luft sind? Ah, die kann man einsammeln. Okay. So. Jetzt sind da drüben aber die nächsten. Um die müssen wir uns kümmern. Hier müssen wir den Stromgenerator noch abschalten. Weißt du, was wir machen hier? Weißt du, dass du gleich stirbst? Boah, ich kann mich nicht bewegen! So machen wir das hier. This is how we do it. Schön vom Dach runter. This is how we do it. In der Luft verprügelt. Du kleiner Paulberg. So. Ein Idiot ist aber noch hier. Und das ist der da unten. Aber der kann uns nichts. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier schön den Generator kaputt. Ha? Here we go. Da muss noch einer sein. Ja, ein Idiot ist noch da unten. Aber den lassen wir nicht entkommen. Der kriegt jetzt einfach nochmal einen Takedown auf den Kopf. So, fertig. Ende im Gelände. Ende im Gelände. Aber, was mir gerade auffällt, was ich voll vergessen habe, wir können ja hier noch unsere Fertigkeiten aus upgraden. Ja? Venom Sprint Schleuder. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Crackter Move? Gegner während Venom Sprint. Oh mein Gott. Das ist schon ein wilder Move hier. Verdoppelt die Zeit, in der Gegner Venom geschockt sind. Das finde ich auch gut, ne? Diese Zeitverdopplung. Wir werden das als nächstes mal upgraden hier. Finde ich gut. So. Okay, weiter geht's. Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? War nicht da unten hier? Also hier hinten noch irgendwo so ein Generator? Oder bin ich jetzt hier falsch, Leute? Seid mir ehrlich, wie findet ihr die PS5-Grafik? Ich finde die einfach nur Maschallah, Leute. Ja, hatte ich doch recht. Hier unten sind nochmal ein paar Schlingels. So, und da werden wir uns jetzt erstmal so auf Spider-Man-Style angelehnt ansneaken. Und den Typ hier erstmal einen Takedown geben. So. Da hinten ist ein Sniper. Um den müssen wir uns auch noch kümmern, Leute. So, weg mit dem. Okay, da unten sind auch nochmal zwei. Ich glaube, da mache ich einmal so einen heftigen... Obwohl, ich weiß nicht, nee, es lohnt sich nicht mal für die, meine Fähigkeiten zu verschwenden. Lohnt sich eigentlich nicht. Nimm dich vor Spinnen. Schaut euch um, hier macht uns jemand fertig. So, das haben wir auch. Guck mal, auf ganz easy regle ich das. Da hinten ist nochmal einer. So, zack, den haben wir auch nochmal. Man muss einfach diese Takedowns machen, Leute. Das ist einfach die Meta. So einen saftigen... Hey, Julio, hörst du einen saftigen Takedown. Hallo? Geh mal jemand darüber. Ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Bam, beide weggenockt. Und jetzt lege ich dir das Handwerk. So, niemand hier macht mich fertig und du schon mal gar nicht. Du willst eine schöne alte Schlägerei? Kein Ding. Fall mal hier schön runter mit zugetasten Armen. Zack, und jetzt machen wir hier noch den letzten Generator kaputt, Leute. Kein Ding für den King. Prank Sinan, was geht ab? Benedikt, Dankeschön für 2 Euro. Gruß geht raus. Sehr gut, wichtig, Leute, dass wir es jetzt geschafft haben.
Okay, oh mein Gott, Leute. Guck mal, hier muss ich so einen Schmetter reinmachen, um das aufzumachen. Boom! Warum habe ich das Gefühl, hier werden jetzt extrem viele Gegner auf mich zukommen? Ups. Vielleicht gibt's eine Treppe. Oder einen Aufzug. Ja, vielleicht gibt's hier eine Treppe oder einen Aufzug, Junge. Wie zum Beispiel, wenn er sich bewegt. Okay, ich sehe doch schon hier. Erstmal den Aufzug anschmeißen. Oh, okay, wir müssen den zukleben, Leute. Und jetzt. Wichtig. Ich hab überlegt, was, wenn du Finn sagst, dass du Spider-Man bist? Hey, Finn. Ich bin nicht nur ein Lügner. Ich unterwandere deinen Club, um dich aufzuhalten. Okay, ja. Daran müssten wir arbeiten. Okay, wo geht's jetzt aber hier lang? Okay, wir müssen bestimmt hier wieder die Wand hochklettern. Das check ich doch, Leute. Ich check doch schon, wo wir hier lang müssen. Das gepanzerte Silo wirkt vielversprechend. Okay, irgendwie sieht das so aus, als wären hier noch 30 Gegner. Sind aber irgendwie nicht. Irgendwie sieht das nach einer Falle aus, wenn das hier so einfach jetzt hier ist. Man sollte eigentlich meinen, dass jetzt hier 1000 Gegner gefühlt auf einen warten, aber dagegen sieht kein meine Ding. Ausstattung ja mal richtig alt aus. Ja? Finn macht hier echt Das ist ein fetter Gaming-PC, würde ich mal sagen. Siehst du das riesige gepanzerte Behälterding? Absolut nicht verdächtig. Ob das Nuform da drin ist? Wäre eine Vermutung, ja. Okay. In diesem Behälter führen Kabel weg. Ich frag mich. Okay, wir müssen uns also wieder um die Kabel kümmern. Check ich doch. Okay, wir müssen einmal hier. Das einmal aufmachen. Der Weg zum Generator ist frei. So, perfekt. Und jetzt müssen wir hier den Generator. Ich glaube, wir müssen da Strom drauf machen. Einmal so einen Power Punch geben. So, das läuft schon mal. Halte L2 und R1 gedrückt um einen Leitfaden, ja. Nummer 1. So, perfekt. Das Ding ist schon mal unter Strom. Warum sollte ich denn sagen, dass ich Spider bin? Ich glaube, das gefällt dir. So, und dann müssen wir einmal nochmal hier anschließen und da anschließen. Kann das sein? Pro, mit ihr zu reden ist einfacher, als weiter heimlich zu agieren. Contra? Der andere Spider-Man war deutlich. Sag niemanden, wer du bist. Du hast es mir gesagt. Wenn sie weiß, wie schließt man denn hier den Strom an jetzt? Überlegt sie sich vielleicht alles noch mal. Warte mal, da hinten ist auch nochmal ein Generator. Vielleicht müssen wir dem auch nochmal so einen Strompunch geben. Ja. Bam! So. Here we go. Boah, Leute, guck mal, das sind die Waffen. Das wäre so geil, wenn wir auch mal so ein Schwert von denen... von dem Underground nehmen könnten. Das würde ich anders fühlen. Okay, aber bleiben wir hier erstmal. Bleiben wir erstmal bei der Sache, Leute. So, den Generator haben wir angeschmissen. Und jetzt müssen wir einen Leitfaden hier wieder machen. Müssen wir den auch erstmal anpunchen? Wir müssen die alle anpunchen. Hallo? So. Okay, das sind zwei. Jetzt sind schon mal zwei Stromverbindungen da, aber wir haben ja schon drei Dinge angemacht. Sagt der Typ, der 30 Blocks weg ist. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich... Hä? Ach nein! Oh, ich bin dumm, Leute. Wir müssen... das hier... Ey! Jessicat, 5 Euro. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Ehre. Kleine Support. Wir müssen... das hier jetzt mit... dem hier verbinden. Aber da ist doch irgendwas im Weg. Sollte mich mal umsehen. Warte mal, so funktioniert... wir müssen diesen Schrott hier wegmachen. Kann man den irgendwie wegreißen? Hä? Das ist doch der letzte Generator, der läuft. Und den müssen wir aber hier an dieses Teil anschließen. Ach, oh mein Gott, Leute. Nein, ich bin lost. Ich bin lost. Hier... so, über diese Ecke geht das. So, perfekt. Kabel ist gelegt. Wir sind der Elektriker. Spider-Man ist übrigens auch Elektriker, Leute. So. Perfekt. Der Strom läuft schon mal. Lade die Generatoren auf. Okay, jetzt müssen wir aber die Generatoren noch aufladen. Aber welche denn? Hier oben, oder was?
Okay, hier ist, glaube ich, noch was. Die Kabel sehen wichtig aus. Ich könnte ihnen folgen. Pam! So, die Generatoren haben wir auch aufgeladen. Oder zumindest einen. Das ist gut. Ich sehe mir fest. Oh, nice. Let's go. Let's go, Leute. Jetzt können wir den Computer bedienen. Niklas, gönn dir deine Chicken Wings von KFC. Gib ihm. Ich hoffe, sie schmecken dir. Finn pumpt Energie in das Snowfall. Das macht es instabil, wie bei meinem Venom. Was die Brücke gesprengt hat. Und jetzt? Will sie das Theater hochjagen? Nicht das Theater. Roxxon Plaza. Wow, was? Das ist... Wie kann sie... Sie ist noch geschlossen. Es sollte keine Opfer geben. Oha, die wollen ganz Theater jetzt in die Luft sprengen. Das müssen wir verhindern. Als bei die. Oh, da wird gerade Giftgas. Da ist doch gerade oben irgendein Giftgas rausgekommen, oder? Ich nehme das nur vor. Komm schon! Komm schon! Mist, Mist, Mist! Ausschwärmen! Er ist hier irgendwo! Jessica, danke schön nochmal. Ich muss das. Für den Fünferli. Danach ist ihre Leuchtstabarmee dran. Oh mein Gott, guck mal Leute, wie viele Gegner es. Besiege die Underclone. Okay, das gibt jetzt wieder. Das gibt jetzt wieder einen dicken Kampf hier. Ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Wenn dabei irgendwas schief geht, werden Menschen verletzt. Ich kann das nicht zulassen. Du hast recht. Bringen wir das nur vor. So, da ist eine Gefahr. Ich will nur mal ganz kurz irgendwas gucken, Leute, weil ich habe bei mir den Sound schon voll aufgedreht. Ich will mal kurz gucken, ob ich meinen PlayStation-Sound noch lauter machen kann. Kann ja wohl irgendwie nicht sein hier. Wo sind die Einstellungen? Musik, Ton? Kann man denn hier die PlayStation? Das ist auch schon voll laut. Ich verstehe nicht warum. Ich verstehe nicht warum das immer noch relativ leise ist. Ich sehe auch gerade, mein Controller ist fast leer. Der OG PS5 Controller. So, okay Leute, unsere Superkraft ist voll aufgeladen, das ist schon mal gut. Wir müssen das aber jetzt taktisch angehen. Wir müssen erstmal die ganzen Leute hier wegnocken, die alleine sind. Wie zum Beispiel den Idioten hier. Obwohl, warte, er war eigentlich doch nicht so alleine. Ich kann das erklären. Okay, wir sind gerade ein bisschen aufgeflogen, Leute. Aber ich versuche das schon zu regeln. Mit einem Mega-Angriff. Boom. Okay, wichtig, wichtig, wichtig. Bam, Leute, oh mein Gott, ich bin der Beste. Oh nein, wir sind aufgeflogen. Natürlich, mich vermissen mehr Leute als euch vermissen. So. Okay, okay. Wir haben aber trotzdem schon ein paar Leute, würde ich sagen. Gut weggepuncht. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh mein Gott, nein, 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 nein. So, der kriegt jetzt erstmal einen saftigen Takedown. Pam. Könnt ihr jetzt mal bitte alle liegen bleiben? Wie oft muss ich euch noch diesen Punch geben? So, hier wieder ein bisschen auf unsichtbar angelehnt. Ja, das sind so geisteskrank viele, ne? Das sind so geisteskrank viele. Die stehen auch irgendwie immer wieder auf. Bleib jetzt bitte einfach liegen, Bruder. Bleib einfach liegen. Es ist besser. Es ist einfach besser für alle, wenn ihr einfach mal liegen bleibt. Das endet nicht gut für euch. Das merkt ihr doch mittlerweile.
So, und jetzt wieder schön auf unsichtbar angelehnt. Guck mal, der steht aber auch immer wieder auf, ne? Du willst die NASA in die Luft jagen? Das ist dein Plan? Ein blöder Plan! Guck mal, wie die auch hin und her springen können. Bin ich hier Spider-Man oder sind die Spider-Man? Oh mein Gott, oh mein Gott. Bin fast down. Fast down, Leute. Nicht gut. Also, ich muss echt irgendwie stärker werden, Leute. Selbst meine Mega-Punches knallen jetzt irgendwie nicht mal mehr weg. Die sind echt stark geworden. Dankeschön. Ey, jetzt... Mann, X-Gamer, Junge. Jetzt habe ich wegen dir nicht drauf geachtet. Aber dankeschön für den Fünfer, Bro. Oh, scheiße. Ey, jetzt muss ich nochmal alle machen. Mann. Finn will nicht nur eine Fensterscheibe einwerfen. Ich muss das wieder langsam angehen. Ich will ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Ich muss das langsam angehen. Wenn dabei irgendwas schief geht, werden Menschen verletzt. Ich kann das nicht zulassen. So, wir müssen die langsam... Guck mal, das ist doch krank. Das ist doch ganz gestört, wie die hier unterwegs sind. Ich muss die da oben jetzt mal irgendwie alle wegkloppen. Das kann nicht sein. Dass sie immer wieder aufstehen, das kann doch nicht... Digga. Ich finde das zu krank, ehrlich. Ich finde die Gegner hier mittlerweile echt zu cracked. Ich glaube, ich muss die echt alle nach und nach wegkloppen. Nach und nach muss ich die wegmachen. Muss unsichtbar. Okay, unsichtbar. Guckt euch das mal an. Die stehen einfach wieder auf, als wäre es nichts, was ich da mache. Ich glaube, ich habe vielleicht zwei Leute bis jetzt ausgenockt. Die bleiben ja nicht liegen. Ja, ich bin einfach gleich schon wieder tot, Leute. Das war wieder nix gewesen hier. Bleib jetzt liegen! So. Du bist der Nächste. Die müssen einfach mal liegen bleiben. Ich sag euch, wie es ist, sonst wird das so schwierig. Das war nicht so gut. Hey, ich bin wieder da. Also wegen Finn. Wenn dabei irgendwas schief geht, werden Menschen verletzt. Ich kann das nicht zulassen. Du hast recht. Bring wieder so die Form hier raus. Zack, down ist die Nächste. Ich werde jetzt nur noch diese Takedowns machen. Nur noch diese Takedowns. Red mal nach Angelo. So. Wir laufen jetzt hier immer so eine Runde und kloppen wieder immer einen mehr weg. Okay, und jetzt können wir uns wieder unsichtbar machen. Guck mal, als ob Leute jetzt hier wieder aufstehen. Okay, nee, tun sie nicht. Okay, gut. Aua, das hat wehgetan.
falsch. Ey, Mann! Digga, das ist ja so. Ey, ich mach einfach. Muss ich hier irgendwas skillen? Kann sein, dass ich irgendwie keinen Schaden mehr mache? Die brauchen ja jetzt mittlerweile 10 Hits oder so, diese von diesen Megapunches, um überhaupt mal umzufallen. Kann doch gar nicht sein, ey. Finn recht hat und das der beste Weg ist, Roxanne zu schlagen. Ja. Finn will nicht nur eine Fensterscheibe einwerfen. Schon länger. Sie will ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Ja, wenn so. Dabei irgendwas schief geht, werden Menschen. Ich kann das nicht zulassen. Ihr glaubt gar nicht, wie mich das gerade wegtriggert, ne? Du hast recht. Bring dir das Uniform hier raus. Dankeschön, X-Gamer. Bist immer noch im Krankenhaus. Miese Zeiten, Bratan. Gruß geht raus an X-Gamer. Gute Besserung, danke für den Support, Bro. Okay, okay, wir sind nicht aufgefallen. Wir haben schon zwei Leute getakedowned. Wir müssen das so ein bisschen hier auf Hitman-Style erledigen. So, als wären wir... Ja, als wären wir einfach Hitman gerade. So, so ein Ding ist das. Einfach nicht auffallen. So, jetzt müssen wir uns das nächste Opfer raussuchen. Zum Beispiel da hinten. Da hinten sehe ich das nächste Opfer. Oh, scheiße, scheiße, wir sind aufgefallen. Ah, Gottes Willen. Ey, jetzt geht das hier wieder los. Das ist echt nicht normal, das Level, ne? Das ist zu krank. Ihr denkt jetzt bestimmt, iCramix ist der schlechteste Spider-Man aller Zeiten. Leute, das Level ist wirklich so schwierig, wenn die hier alle einen attacken. Okay. Ich muss gleich erstmal wieder unsichtbar werden. So, das war aber ein guter... Geh doch mal hoch hier. Das war ein guter Punch. Das war ein sehr, sehr guter Hit, aber die stehen wieder auf. Das ist halt das Problem. Ihr seht, die stehen halt einfach wieder auf. Das juckt die halt gar nicht, ne? Wir müssen jetzt hier mal wieder ein paar Takedowns verteilen. Wand-Takedown. Einen saftigen Wand-Takedown. Oh, nice. Nice. Ein saftigen. Ich muss mir ja diese Wand... Das ist der Trick, Leute. Diese Wand-Takedowns. Komm, warte. Die dürfen sich nicht angucken. Passt auf, Leute. Passt auf. Okay, jetzt ist er alleine. Jetzt einen saftigen Wand-Takedown. Das, so läuft das. Ich wusste, ich schaff das. Ja, ja. Das ist... Leute, das ist der Trick bei dem Level. Ich sag euch, wie es ist. Einfach nur reinspringen, kämpfen. Das schafft man nicht. Das ist zu viel. So, guck mal, wie ich die alle wegmache. So. So ein Ding ist das. So, hier hinten ist noch jemand. Okay, der kriegt jetzt auch wieder einen Wand-Takedown da unten. Der Paul Berger. Ja, ich glaube auch, dass ihr ein Spinnenproblem habt. Nee, ein Wand-Takedown kriegt er. So. Schluss mit dir. Fertig. Das sieht auch irgendwie niemand. Ergibt, finde ich, keinen Sinn, aber wenn das so läuft bei dem Spiel, man muss die einfach an die Wand hängen, dann geht das. Dann geht der Hase. Können wir dem auch schon einen Wand-Takedown geben? Nee. Da sind wir noch zu weit entfernt. So.
Okay, wir machen noch ein bisschen weiter. Ich meine, das sind jetzt echt nicht mehr viele. Die könnte ich jetzt auch so schaffen. Aber wir machen das auf ganz elegant, Leute. Auf ganz elegant sneaken wir uns jetzt hier vorbei. So, du Idiot, kriegst jetzt auch erstmal wieder einen Wand-Takedown. Und wenn wir auffliegen, dann können wir ja immer noch... Dann können wir ja immer noch uns unsichtbar machen. Also alles entspannt. Ja, komm. So, perfekt. Gut, dass du liegen bleibst. Besser ist das. Ah, hier kommt ja dein Kompagnon. Oh. Ey, komm, das sind jetzt nur noch zwei Leute. Die muss ich jetzt ausschalten. Gib dir das Lootor und wir sparen uns das hier. So, noch einer weg. Und da ist der letzte. Fast. Ich muss vorsichtig sein. Netz-Takedown. Bam. So. Haben wir es doch geschafft hier. Selbst Spider-Man ist für sowas nicht bereit. Oh mein Gott. Okay, warum habe ich das Gefühl, dass jetzt hier so ein Endgegner... Ja, weil es irgendwie ein fetter Endgegner ist. Venom zerschmettert das. Cool, mach weiter so. Okay, wir müssen erstmal diese kleinen Handlanger ausschalten. Wand-Takedown. Wir machen das wieder auf diese Tactics. Ein paar saftige Wand-Takedowns. Okay, die sind leider zu weit weg von der Wand. Okay, es sind noch vier Leute, das können wir machen. So, eins, zwei, drei. Drei, okay. Der da hinten ist noch alleine. Oh, moin. Doch, ich bin stärker als ihr und zwar ganz gewalttätig. Wir kümmern uns gleich um diesen dicken Endboss, Leute. Ich will nur all seine Gehilfen noch ausschalten. Und hier ist der letzte. Jetzt kümmern wir uns um den dicken Endboss. Ganz schön klein für einen Superhelden. So. Das ist jetzt der letzte, Leute. Und wisst ihr, was wir mit dem jetzt machen? Den werde ich jetzt erstmal... Okay, das bringt ihm leider... Da machen wir halt... Diese! Oh mein Gott, der hat doch so kassiert, Bruder. So, okay. Fertig. So macht das Papa Crimex mit den Endgegnern. Okay. Here we go. Oh nein. Oh oh. Oh no. Das ist doch hier die Finn, unsere Freundin. Das kannst du nicht haben. Alter, ihr könnt nicht einfach ein Theater in die Luft sprengen. Was ist denn los mit euch? Boah, starker Move. Safe wird jetzt rauskommen, dass... Ernsthaft? Dass, ja, die werden sich jetzt safe erkennen, glaube ich.
Ich will doch nur reden. Okay, Leute. Tinkerer, stopp! Damit du meinen Luftraum stehlen kannst? Wo ist sie? Hättest du wohl gern. Ich blicke hier gerade gar nicht durch. Hey, Genki. Hab Finn getroffen. Was ist los? Okay, da hinten ist sie. Sie hat das Nuform. Du musst ja nicht direkt die ganze Stadt kaputt machen. Oh, shit, okay. Wie willst du sie aufhalten? Schritt 1, fange sie. Schritt 2. Oh. Okay, die schießt Raketen auf uns. Oh, komm, mach doch mal hinne. Oh mein Gott. Okay, wir dürfen uns auch nicht von den Raketen treffen lassen. So, wichtig. Schön, immer schön ausweichen. Boah. Let's go. Big fight. Wie wär's mit einem Gespräch? Wie wär's, wenn du aufhörst zu klammern? So wird sie nicht müde. Weil sie hat viel Energie. Läuft nicht gut. Wo bist du? Guck mal, ey, du musst doch eigentlich hier die ganze Stadt kaputt machen. Was ist denn los mit dir? Ich brauch eine neue Strategie. Die werden wir aufhalten, Leute. Ich mach, was du gesagt hast. Ihr die Wahrheit sagen? Ja, sobald ich sie habe. Tinkerer! Oha, wir werden ihr die Wahrheit sagen. Correct. Ich bin sehr gespannt, weil sie denkt ja, sie weiß ja noch nicht, dass wir ein Freund von ihr sind. Sie denkt ja nur, dass wir Spidey sind. Aber wir sind ja auch Miles. Boah, das war knapp gerade. Komm, schnell, 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 schnell. Die darf uns nicht entkommen. Mann, was ist das? Ich drück doch Schwingtaste. Boah, mein Gott, wie viel Action hier ist. Das ist echt, also ohne Spaß, Leute. PS5 for the win. Das ist ja sowas von nice gemacht. Ja, safe, safe. Der wird es jetzt noch schnappen. Oh mein Gott, der wird es jetzt noch schnappen. Und dann... Alter, was kann ich da? Wo kommen auf einmal diese riesigen Segen her? Das macht ja gar keinen Sinn. Aua, 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 ey. Voll auf die Stahldinger. Oh mein Gott. Die ist ja richtig krank drauf, die Alte. Gib mir einen Grund, dich nicht zu erledigen. Meine Mom würde sich aufregen. Miles? Oh, jetzt. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch predicted. Ich wusste, wie das endet. Könnt ihr mir... Ihr zwei auf dem Dach! Keine Bewegung! Oh, no cooperation con policia. Scheiße. Jetzt ist er abgehauen und wir wollten gerade mit dir reden. Hätte besser laufen können. Egal, aber sie hat jetzt schon mal gesehen, dass wir das sind und will uns, glaube ich, jetzt nicht mal mehr töten. So. Oh, fett EP bekommen. Oh, Leute, dann ist der Avengers Tower. Bist du noch bei uns? Aber der Avengers Tower sieht doch anders aus. Ich bin jetzt zu Hause. Wobei, es gibt ja mittlerweile keine Avengers Tower mehr eigentlich, so, ne? Das war ja nur im ersten oder zweiten Avengers, dann wurde er ja zerstört im zweiten, glaube ich. Dann haben die ja diese Avengers Base. Warte mal, ich will mal zu diesem Avengers Logo da hinten fliegen. Vielleicht sehen wir da Thor, Iron Man. Ich brauche einen Hulk. Worum geht es denn? Einfach allem. Hast du Zeit? Ich kann das hier verschieben. Ich rufe gleich zurück. Danke dir. Ehrenonkel. Ich hab keine Ahnung, wo Finn ist. Oder das Nuform. Ehrenonkel. Ich sollte irgendwas machen, dass Onkel Aaron Zeit hat. Whee! Okay, wir können, solange bis es mit den Hauptmissionen weitergeht, können wir hier wieder unsere App verwenden. Und so ein paar Sachen hier, in, was in der Nähe abgeht. Ein Überfall. Hier geht zum Beispiel ein Überfall oder Räuber in lokalen Geschäften. Was sollen wir uns mehr kümmern? Komm, wir machen mal das Räuber in lokalen Geschäften. In Harlems Geschäften treiben Diebe hier unten. Okay, wir müssen die Diebe aufhalten, Leute. Dieselben wie bei Theo. Guck mal, hier, auch im, das ist der neue Avengers Tower. Den gibt's ja in den Filmen gar nicht.
Okay, gut. Also da hinten ist ein Ladenüberfall. Wir kümmern uns drum, keine Sorge. Spidey is on his way. Tipp bei diese Kreiszeichen, wo man schwingen kann. Drücke L2 und R2 gleichzeitig. Und L2 und R2 gleichzeitig. Achso, ich drücke immer nur R2. Hä? Ja, das macht gar keinen Sinn, das gleichzeitig zu drücken. Dann macht er diesen Dings. Man muss am Ende X drücken, aber das weiß ich ja schon. R3 und Underground-Kiste. Hier ist eine Underground-Kiste in der Nähe. Warte mal, wir holen uns hier noch schnell die Kiste. Weil in diesen Kisten können ja auch manchmal die Anzüge drin sein. Und so ein vielleicht mal ein neuer Spidey-Anzug wäre auch lit. Mal hier unten muss das sein. Oh, was ist das denn? Ein Panzer kommt hier auf einmal raus. LOL. Okay, Bro. Okay, das war unerwartet, dass jetzt hier auf einmal ein Panzer rauskam. Aber ey, hier ist eine Kiste. Pack-Opening, Leute. Pack-Luck in 3, 2, 1. Gib mir einen freshen Anzug. Gönn mal einen freshen Anzug, Bro. Sehr gut. Underground-Kiste. Ach so, man muss da alle Teile. Vielleicht kriegen wir einen, wenn wir alle finden. Nein, ich will nicht in euren Comedy-Club. Wir müssen hier einen Ladendiebstahl aufhalten. So ein Ding ist das nämlich. Und falls du schon immer mal einen Helikopter stoppen wolltest, hier. Hey, Neff, hilf mich bei den Docks in Hell's Kitchen. Ich komme. Hey, ich komme jetzt da noch nicht hin. Wir müssen jetzt hier erstmal einen Ladenüberfall stoppen. Unser Onkel muss jetzt mal kurz warten. So. Hier unten ist also ein Überfall, hä? Nein, sie weiß, dass ich sie belogen habe. Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Spider-Man, hey, ich bin Caleb, freut mich. Hab dein Bild bei Theo gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich helfe der weiß, Spider-Man-Anzug ist cool. Du kannst, man ein muss sie kaufen, die Anzüge. In letzter Zeit Waren gestohlen. Ach. Papierprodukt. Wo geht denn das? Desinfektionsmittel. Wir sind zu klein, um das einfach so Kilian, ich bin jeden Tag für euch. 365 Tage am Start. Klar. Mindestens ein Video und Stream kommt jeden Tag. Ihr kennt mich doch. Camille, egal ob Januar oder Dezember. Manche YouTuber werden ja erst im Dezember aktiv, Leute. Im Dezember fangen auf einmal an, alle was hochzuladen. Da wisst ihr, dass YouTuber nur ums Geld geht. Aber Leute, die immer, egal ob Januar, Dezember, whatever, ist jeden Tag hochladen, die machen es einfach aus Leidenschaft. So, ne? Aber ich glaube, das wisst ihr auch. Okay, warte mal. Jetzt haben wir hier einen Waypoint. 1400 Meter entfernt. Aber Leute, was meint ihr denn hier mit, man kann sich Anzüge kaufen? Wie kann man die denn kaufen? Wie cool ist das denn? Ressourcen. Ja, da müssen wir uns aber diese Münzen dafür kaufen. Wisst ihr, wo das geht? Ja, bei Anzügen. Ja, okay, und jetzt? Ich brauche ja aber diese Ressourcen dafür. Kann man das mit einer PSN-Karte sich das Zeug kaufen, oder wie? Ich würd kaufen. Ich würde kaufen für euch, wenn es geht. Ressourcen. Drücken halten. Ja, wie gesagt, ich brauche ja zum Beispiel hier für den, ach, ihr seht das nicht, weil meine Facecam drüber ist, zum Beispiel für den Anzug brauche ich 10 von diesen Spider-Punkten. Hi für Anzug, Dankeschön X-Gamer, will dir 5 Euro spenden für den Anzug, vielen, vielen Dank. Da steht, wie viel du für den Anzug brauchst. Ja, ich weiß, was da steht, aber die Frage war, ob ich das auch kaufen kann. Ich brauche noch mehr von diesen Spider-Man-Punkten, von diesen goldenen Münzen. Du brauchst für Anzüge Material holen auf der Karte, siehst du das? Ah, okay. Sollen wir das mal machen, Leute, Material holen? Aber was für ein Material? Ach, guck mal, wenn man diese Mission hier macht, dann kriegt man die Münzen und davon brauchen wir 10 Stück für einen Anzug. Ah. Ja, oder generell hier dieses Ding, ne? Ich verstehe. Okay, okay. Wenn man diese Sachen muss ich machen, damit man... Hier, Teile haben wir genug. Wir brauchen aber... Oh mein Gott, hier, für die Aktivitäten, da kriegen wir 3-mal die Münze. Oh, okay, okay, Leute. Wir werden auf jeden Fall noch einen Anzug freischalten. Aber wir machen erstmal noch kurz die Mission. Jetzt habe ich das verstanden. Man muss diese Münzen sammeln, damit man sich Anzüge holen kann. Und die Münzen bekommt man, indem man diese Aktivitäten macht. Okay, okay, ich verstehe. Kein Ding, Leute. Ich würde aber erstmal gerne die Hauptstory weitermachen.
Und dann, wir werden uns auf jeden Fall in diesem Stream noch einen coolen neuen Anzug holen. Okay, Leute? Ihr könnt ja schon mal reinschreiben, welchen Anzug ihr am coolsten findet, welchen wir dann kaufen sollen. Aber Leute, jetzt erstmal. Ich stehe bereit für Technik, Karten und Nachdenkunterstützung. Whee! Jetzt erstmal hier zu dem Job hingehen. In 400 Metern. Ich hätte gerne irgendwie so einen Anzug, der leuchtet. Das wäre ziemlich cool. Ach, wenn ich diese App benutze, sagt ihr? Warte mal. Wir machen die App. Ich will die App mal kurz aufmachen. Okay. Kann man irgendwie gerade nicht machen. Schade. Ja, kann auch sein, dass wenn man diese Dinger macht, ne, diese Nebenmissionen, dass man da... Von da aus wird Calebs Block beliefert. So. Wenn nicht, mache ich einfach nur die Jobs, wo man die meisten Münzen dafür kriegt. So, auf ganz ehrenlos. Ich bin der Superheld, der nur kommt, wenn es dickes Geld gibt. Oh Leute, guck mal hier, Polizei. Ja, dank einer Auskorbkamera. Camila Vasquez. Ihr gehört Panafuerte in Harlem. Oh Gott. Camila wurde entführt. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber die Polizei mag keine Störenfriede. Vielleicht helfen mir die Hinweise. Okay. Du musst viel lieber. Er ist im Weg. Oh oh. Wir müssen diesen Hinweis irgendwie untersuchen. Ich muss so. Okay, jetzt ich bin nochmal unsichtbar. Hey, du siehst den Hinweis doch jetzt. Er muss erstmal da weg. Lenk den Officer ab. Ah. Dann müssen wir erstmal schnell hier weg, bevor unsere Tarnung wieder aufliegt. So definiert man in Rente gehen doch. Aber wie können wir den Officer ablenken, ist jetzt die Frage. Die Frage ist, wie wir den ablenken können. Na, vielleicht mit diesen Schockwellengranaten, Fernzündermine? Wenn ich ein Netz schieße, sieht er sicher nach. Wenn ich ein Netz schieße, okay, wir schießen ein Netz hin. Spider-Man, das hier ist dein Tatort. Verschwinde, sonst muss ich dich verhaften lassen. Hä? Ich muss unauffälliger werden. Ja, okay. Ist ja gut. Ich sollte doch ein Netz schießen. Ja, hab ich. Die neue Spinne hat die Züge wohl repariert. Sagen zum... Ein bisschen. Okay, jetzt gucken die nach. Ey! Guck du auch mal woanders. Aber der von dem Beweisstück geht nicht weg. Okay, jetzt ist er weg, sehr gut. Aber jetzt ist unsere Tarnung. Jetzt ist unsere Tarnung aber auch weg. Jetzt muss die Tarnung erst wieder aufladen. Wir müssen einmal diese Jacke begutachten und die Steps hier. Ey, wenn er jetzt wieder dahin läuft. Ah. So. Sehr gut. Beweismaterial wird gesichtet. Die Tarnung ist dauerhaft aufgeladen. Okay, nice. Sein Dev-Stacker, du bist ja der Experte hier. Du weißt doch bestimmt, wo Davids Autowerkstatt ist. Die gibt es 12-mal in Manhattan. Ich muss es eingrenzen. So, okay. Jetzt hier den nächsten Beweise. Aber hier steht auch wieder ein Officer. Das heißt, wir schießen am besten hier mal wieder so ein Netz hin. Ja, geh mal nachgucken, was da ist. Camila hat sich gewehrt. Muss herausfinden, wo sie jetzt ist. Geh mal gucken, was da ist, Junge. Eine Parkhausquittung. Chinatown. Okay, wir wissen jetzt Chinatown und diese Autowerkstatt in Chinatown. Ich schick dir die Adresse. Perfekt. Okay, wir haben's. Wir haben alle Beweise gesammelt. Begib dich zur Autowerkstatt. Okay, Spidey ist auf dem Weg. Whee! Spider-Man. Aus Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Oh, Polizia unter uns. Hey, Spider-Man. Gibt's was Neues zu den Waren? Ja. Ich glaube, dass Camila die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Mann. Sie haben sie Schwing entführt. Doch jetzt hier mal richtig. Was? Bist du sicher? Leider ja. Ich will ihr gerade helfen. Oh,
Gut, dass du zur Stelle warst, Spider-Man. Und hui! Stell dir mal vor, so einen Tag mal so Spider-Man sein, so durch die Stadt schwingen. Wie krank wäre das? Was würdet ihr machen, wenn ihr Spider-Man wärt? Schreibt es mal jetzt in den Live-Chat rein. Würdet ihr euch unsichtbar in die Mädchenumkleide beim Sport reinsneaken? Spaß. So, stell dir mal vor, es wäre so wie so Deadpool als Spider-Man. So ein böser Spider-Man. So ein Anti-Superheld. Wisst ihr, wie ich meine so? Der so seine Superkräfte voll ausnutzen würde und nur für Geld arbeiten würde und so voll der unehrenhafte Typ wäre, ey. Ich glaube, wenn ich einen Tag lang Spider-Man wäre, ich glaube, ich würde einfach so richtig verrückte Sachen machen. Ich würde mich auch so durch die Stadt schwingen, ich würde mich an ein Flugzeug dranheben. So Sachen würde ich machen. Ich würde mich an ein Flugzeug dranhalten, während es startet und so. Okay, oh, hinterher. Wir müssen ein Auto hinterher. Schnell, 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 ey, die hauen mir ab. Lass Camila gehen. Sehe ich das richtig? So. Camila ist in dem Auto? Ja. Dass durch Manhattan rast und dauernd beinahe... Und Menschen retten, die es nicht wehren können. Das ist ja sehr, sehr ehrenhaft, was sie schreibt. Gott. Ich glaube, ich würde so wirklich so verrückte Sachen machen. Irgendwo runterspringen vom höchsten Gebäude. So ein crazy Shit würde ich machen, Leute. Und ich würde einen Vlog für euch drehen. Halt bitte durch, Camila. Komm schon, komm schon. So, hier mach mal hin, wir müssen mehr ans Auto ran. Das Auto. Ey, welches Auto fährt denn aber auch so schnell hier durch die City? Nein! Ey, wir hätten gerade Dreieck drücken können. Oh mein Gott, Spummi. Komm. Hoffentlich geht's dir gut. Ich muss irgendwie wieder so den Weg abkürzen, wie auch gerade eben. Warte mal, so, die fahren jetzt hier. Und jetzt muss ich warten, bis sie wieder rechts abbiegen. Wenn die jetzt links abbiegen. Ja. Nein! Oh mein Gott, okay. So, wir sind oben drauf. Okay, okay. Der Typ schießt mich an. Whee! Moin, Meister! Was sollen wir denn jetzt hier machen? Breakdancen! Ich soll hier breakdancen! Ah, warte. Ich muss hinter ihm sein, dann kann ich Viereck drücken. Ey, Mann. Gerade eben konnte ich irgendwie Viereck drücken. Das macht gerade gar keinen Sinn hier irgendwie. Ah, jetzt. Sehr gut. Ein Idiot weniger. So, zwei Idioten weniger. Und weg damit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Raus da. Ich hab dich befreit, Camila. Alles in Ordnung? Spider-Man. Kamelfuß. Mit dir hab ich nicht. Kamelfuß, Camila. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Diese Männer wurden dafür bezahlt, die Waren zu stehlen, um uns in den Bankrott zu treiben. Sie lagern alles bei den Docks am FDR, bei der Brücke. Ich hol die Waren zurück. Ich hol sie, kein Problem. Alleine nach Haus? Ja, klar. Ich rufe ein Taxi. Gracias. Du hast mir das De nada. So. Okay, jetzt müssen wir zu den Docks hin, weil da wird die geklaute Ware gelagert. Und wuhu. Aber eine Sache will ich mal noch kurz checken. Und zwar bei den Anzügen, weil wir uns ja einen neuen Anzug koppen wollen, Leute. Welcher ist denn der coolste? Guck mal hier. Oh mein Gott, ich glaube, den würde ich holen. Aber verschließe alle Underground-versteckten Ochsen. Schließe alle. Ach so. Okay, den können wir noch gar nicht nehmen. Okay, die richtig kranken, glaube ich, müssen wir erst freischalten. Boah, der ist teuer. Puh, oh mein Gott, der ist richtig teuer. Unerschwinglich, so cartoonmäßig. Oh, da gelb auf schwarz, schließe alle. F, S, N, D, N. Oh mein Gott. Gehe weiter zur Story voran. Oh mein Gott, okay, so die richtig kranken, so die können wir, da brauchen wir viel.
Oh, der ist auch cracked, der Anzug. Oh, guck mal hier so mit Panzerung. Ihr seht oben rechts immer, den, also ich hätte am liebsten diesen Synchronfarben, den finde ich am coolsten. Aber da müssen wir, ich glaube, den kriegen wir erst am Ende, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Ich habe recherchiert. Die Stadt hat eine anonyme Aufforderung bekommen, Enteignungen durchzusetzen und Camillas und Kayla's Venom. Block zu räumen. Guck oben auf das Weiße. Der auch unsere Gangster bezahlt. Den Weißen? Ja, den Weißen, der ist auch cool. Aber ich finde, da gibt es noch bessere. Track-Anzug. Catch mich jetzt nicht so weiß-schwarz. Ich finde den hier so krass. Weißt du, wie ich meine? Diesen silbernen. Welchen meint ihr denn mit Venom? Venom-Skin. Welche Venom denn? Den Venom haben wir ja gerade, oder? Nee, klassischer Anzug. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Mission weiter. Wir können uns eh gerade noch keinen von denen leisten. Dann müssen wir eher noch diese Nebenmission machen. Mann, du bist ein Genie. Ich hol jetzt die Vorräte von den Docks zurück. Ich meld mich. Let's do this, Leute. So, jetzt erstmal schön die Vorratslieferungen koppen. Den Loot Drop. Wir holen uns jetzt den Loot Drop wieder. Es gibt keinen Venom-Anzug. Ja, eben. Ich habe auch nicht verstanden, warum ihr gerade alle Venom hier reingeschrieben habt. So. Wo sind die Kisten? Noch mehr Kisten? Noch mehr? Okay. Keine Sorge. Wir haben hier unseren Spider-Anzug. Mit Tarnung kannst du Gegnern so weit... Ne, okay, wir wollen ein bisschen Gespräche belauschen. Was will also Feast dicht machen? Die Hauptstelle oder das in Harlem? Harlem. Will bestimmt das Grundstück kaufen. Was? Oh, legt euch nicht mit Feast an. Hier erfahre okay. Ich gar nichts. Ich muss woanders lauschen. Dann lauschen wir mal da vorne. Was glaubst du, was er da bauen will? Wohnung vielleicht. Büroflächen. Für Drogengeschäfte? Vermutlich. Ist ja leicht verdientes Geld. Aber nicht in meiner Nachbarschaft. Ja. Ist aber auch nicht das, was uns interessiert. Ich weiß nicht, ob ich noch für den Boss arbeite, wenn er mal in Harlem ist. Warum nicht? Er zahlt gut. Ein paar seiner Pläne passen mir einfach nicht. Drogen, gut. Betrug, klar. Aber er tötet Menschen. Seit wann bist du denn so zimperlich? Okay. Er hat seine Grenzen. Nicht hilfreich. Wir haben jetzt also gehört, dass er wirklich Menschen tötet. Hier sind die nächsten, die wir belauschen können. Was hast du mit dem ganzen Zeug vor? Friseurscheren, das ist das Zeug. Das ist das Zeug, was wir brauchen. Fang ruhig schon an. Grüner Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie. Hier ist unser Shit, Leute. Okay, ich muss euch alle leider ausnocken. Das Ding ist, die müssten ja jetzt eigentlich kein Problem für uns sein, wenn wir hier diese Underground-Leute gewohnt sind, wollte ich gerade sagen, aber okay. So. Moin, Meister! Oh mein Gott, da ist ein Dicker. Da ist ein Dicker, Leute. So. Haben wir jetzt hier alle ausgenockt oder will noch jemand? Oder will hier noch jemand? Ah, du willst noch. Harlem 1. So. Dreckskerle mit mysteriösen Boss. 0. Gut, wo sind die Waren? Grüner Container, weißer Stern. Waren hier hinten nicht diese Waren? Ach nee, hier waren nur die Leute, die drüber geredet haben. Grüner Container mit weißem Stern. Grüner Container mit weißem Stern, da sind die Sachen drin. Okay.
Sind wir jetzt hier die Containsucher oder was? Grüner Container. Ah, hier ist ein grüner Container mit einem weißen Stern. Die Vorräte müssten da drin sein. Steht hinter anderen Containern. Ja, müssen wir halt hin und her bewegen, ne? Ich sehe doch schon. Ich muss das Rad blockieren. Ey, schieß doch mal die Dinger richtig. Geschafft. So. Und dann jetzt zum Inventar im Container. Oh, oh, warte. Im Ernst? Noch mehr von euch? Was gibt es, Raketenwerfer? Der meint's ernst? Kein Ding für mich. Gar kein Ding für mich. Guck mal hier, der Dicke. Oh, lol. Ich werde nicht zulassen, dass ihr netten Leuten das Geschäft ruiniert. Lass sie nicht an die Waren ran. Warum ein Friseur? So, geh mal wieder runter. Die brauchen wir doch. Du kriegst einen Finishing Move vom Feinsten, Junge. Vom Feinsten. Mashallah, diese Moves. So, die haben wir aber ganz schnell fertig gemacht. Okay, jetzt hier Tür aufreißen. Verstehe ich aber auch nicht, warum die irgendeinen Friseurladen einfach überfallen. Also sorry Leute, aber check ich nicht. Ich hab deine Sachen. Bring ein paar Trucks zu den Docks. Ich helfe dir beim Transport. So. Wichtig. Haben wir gut geregelt. Wir standen kurz vor dem Bankrott und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Jo. Danke, tausend gerne, Dank. Kein Problem. Wenn du mal einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Gerne. Ein Haarschnitt. Soll das mit der Maske gehen? Immer gut. Seiten immer auf Kontostand. Du musst den Strike Suit Skin kaufen, das ist der beste. Der Strike Suit. Okay, Bejan, danke schön. Ich will nicht immer Benjamin nennen. Ja, danke. Danke, Oma. Danke fürs Essen. Alle in der Gegend. Ja, danke, danke. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Ich weiß, ich bin der beste Spider-Man. Danke. Oh, guck mal, wir haben wieder. Jetzt haben, warte. Gute Arbeit, Spider-Man. Wir haben doch jetzt Geld für Ding bekommen. Hey, ich dachte, ich hätte 10 von diesen Münzen bekommen, aber ich habe immer nur noch 2. Hä? Der Strike Suit, sagst du. Track, Strike. Oh ja, den finde ich. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Leute, ich muss diesen Anzug freischalten. Ich muss diesen Anzug freischalten. Ich find's krass, dass man hier das gerade angezeigt bekommt, wie das aussieht. Guck mal, den. Ah nein, den kriegen wir nicht angezeigt. Mann. Oh, Leute, der ist ja krank. Ich muss den haben. Wir brauchen auf jeden Fall. Wir brauchen 16 von diesen Aktivitätsdingern. Wir haben 2 gerade. Ich werde mal, warte mal, ich will mal ein paar freischalten. Guck mal, hier bekommen wir 1. 1. Aber hier bei den Dingern, guck mal hier, 3 Aktivitätsmarken. Lass mal hier hingehen. Hast du was zu dem geheimen Boss? Ja, ich mach gerade eine Liste. Wenn das schnell geht, dann könnten wir uns ja eigentlich schnell diesen Anzug koppen, Alter. Der ist krank, ey, wie der aussieht. Hat es recht, der Strike ist wirklich der wildeste. Der soll aus unserem Viertel verschwinden. Oh, zum ersten Mal sagst du unser Viertel. Fabio Bro, dankeschön für 5 Euro. Kuss, dass du mir alles gönnst. Ehrenmann. Und dankeschön für die Doni. Whee! So. Die Kapsel ist in dem Baumbordell. Die Kapsel ist im Baum drin. Was ist denn das, Alter? LOL! Stromausfall 2016 hatte ich allerdings nie. Hä, wie schnell geht das denn? Man muss ja einfach nur hin und, sich die Münzen holen. Und guck mal jetzt, jetzt haben wir 15. Oh, wir hätten jetzt 15 gerade. Jetzt fehlt uns nur noch eine von denen. Hä? Ich dachte, wir würden 3 nur bekommen. LOL, okay, warte. Das kriegen wir jetzt ja easy hin. Das kriegen wir jetzt ja easy hin. Wo ist die nächste? Mit dem nächsten Ding haben wir es ja dann schon. So, komm mal her hier. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt hier, keine Ahnung, gefühlt eine Stunde lang Mission machen, um den freizuschalten. Okay, Leute, keine Sorge, gleich haben wir den neuen Anzug. Digga, du bist der Ehrenmann, Fabio, danke. Und so, wo ist hier das? Hier in dieser Statue, ne? Ah, ne, hier. Easy, wie viel haben wir?
18. Nice. So schnell geht's, Leute. Wir können uns den Baba-mäßigen Anzug kaufen. Oh mein Gott, nice. Ich gehe aber nochmal alle durch hier. Nicht, dass wir irgendwas jetzt hier, was Gutes versemmeln. Oh, Leute, aber guck mal, der ist ja, guck mal, so auf Cartoon-mäßig angelehnt. Hätte halt auch Style, ne? Aber ich glaube, das wäre nur kurze Zeit cool, dann wäre es nicht mehr so nice. Finn, Dankeschön und Fabio auch nochmal danke. Den, ach, das ist halt so schulmäßig, ne? Da catch ich mich auch nicht so. Den kriegen wir leider noch nicht. Oh, oh mein Gott, dem seine Augen leuchten ja hier. Hat was. An sich ist der Anzug nicht krass, aber weil die Augen leuchten, sieht's cracked aus. Nee, ich sag ehrlich, Leute. Ich sag ehrlich, wir müssen uns den jetzt einfach holen. Wir müssen uns jetzt diesen Anzug hier holen. Oh mein Gott. Okay, Leute, kommen wir. Nehmen das. Oh mein Gott, Bruder. Wir haben's. Die Venom-Kräfte erzeugen erhöht. Was? Die Venom-Krafterzeugung erhöht sich, wenn die Gesundheit sinkt. Krass, Leute. Dieses Visier modifiziert. Ja, der Anzug macht uns einfach auch noch stärker. Das ist ja noch nicer. Dass der Anzug uns sogar noch besser macht. Einen weiteren Fertigkeitspunkt haben wir auch noch. Oh, Leute, wir werden gleich viel stärker sein. Getarnte Angriffe kosten weniger Tarnenergie. Das ist auch cool. Ist nicht schlecht. Wobei, dieses Tarnding würde ich eher weniger jetzt erstmal skillen. Venom-geschockte Gegner, die gegen andere Gegner geworfen werden, übertragen ihre Venom-Schocker. Okay, ja. Ermöglicht das Ansparen eines dritten Finishers. Oh, ein dritter Finisher auch gut, Leute. Aber das können wir irgendwie noch nicht skillen. Freischalten in ein neues Spiel plus. Okay. Venom geschockte Gegner erleiden 5% mehr Schaden durch Basisangriff. Oh, das finde ich auch gut. Das finde ich richtig gut. So, zack, skillen wir einfach mal das hier. Sammlungen. Oh mein Gott, Leute. Guck mal, wie wir jetzt aussehen. Schaut euch jetzt mal bitte an, wie wir aussehen. Wir sind jetzt der Fire Spider-Man. Leute, seid mal ehrlich. Live-Tier, wie findet ihr das? Ich finde, das sieht cool aus, weil wir jetzt leuchten. Jetzt sieht man uns auch einfach nachts besser, ne? So, wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Auftrag. Wir müssen die Story hier weiterspielen. Finde ich schon cool, Leute. Finde ich cool, den Anzug. Könnt ihr sagen, was... Oh mein Gott! Wow! Wie das aussieht mit den Feuerarmen. Ey, das... Also, das war wirklich eine gute Investition. Das war eine Baba-mäßige Investition, Leute. Also, ich finde das echt nice. Vor allem, wenn er sich so dreht, dann sehen unsere Arme irgendwie gefühlt aus wie so ein Helikopter. Und wow! Grafik ist echt Baba-mäßig. Das sieht lit aus, ne? Das sieht richtig lit aus. Seid mal ehrlich, Leute. Seid ehrlich. Let's go. Die freundliche Nachbarschaft meldet einen gar nicht so freundlichen Waffendeal. Ey, ich habe jetzt keine Zeit für die freundliche Nachbarschafts-App. Wir müssen uns jetzt mal wieder hier auf die Hauptstory konzentrieren. So, 700 Meter entfernt. Bam, Junge. Fühle ich den Skin, fühle ich zu 100%. Das ist der OG Fire Skin. Zehn von 10 dieser Anzug. Sehe ich aber genauso. So, und was soll jetzt hier sein? Boah. Wie wir aussehen. Nice. Oh, das ist unser Onkel. Onkel, sag doch mal, dass ich einen freshen neuen Anzug habe. Sag doch mal. Finn, warte mal. Warum sind die Bildschirme hinten? Der Underground. Das ist ziemlich viel auf einmal. Du bist 17. Gestresst. Und du bist ein Superheld. Du musst dich auch mal entspannen. Bist du denn noch Beats? Nicht besonders oft seit dem hier. Work-Life-Balance, Kleiner. Das Allerwichtigste. So. Die Bildschirmwand muss immer laufen. Wichtig. Ein kleines Projekt von früher. Von deinem Dad und mir. Unser Mixtape. Die Texte waren auch schon fertig. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es nie fertig geworden ist. Die haben einfach ein Mixtape gemacht. Die sind einfach von NWA. Tupac und so. Aber dein Dad hatte die Master. Und dann, nach unserem Riesenkrach...
20 von 10. Felix, Test, du jetzt übertreibst aber. 20 von 10. Ja. Ja. Okay. Was muss ich tun? Lass das mal. Ich erklär's dir. So. Leute. Ich hab Hologramme als Hilfe erstellt. Scanne die Quelle. Ja. Hologramme, hä? Klaust du meine Moves? Okay, nicht an Finn denken. An Sounds denken. Den Kopf freikriegen. Scanne die Hologramme, das schaltet Dateien auf dem Stick von mir frei. Damit kannst du rausfinden, nach welchem Sound du suchst. L2 drücken, um Sampling-Modus zu aktivieren. Drücke während... Jetzt such den Original-Sound und hol dir eine saubere Aufnahme. Nicht hier lang! Okay, wir müssen jetzt die Quelle suchen. Aber die Frage ist jetzt nur, wo ist der Original-Sound? Ey Leute, hier diese Kräne, die kenne ich noch aus dem letzten Spider-Man-Teil auf PS4. Da war man doch auch hier, hat hier gefightet. Nee, ich bin schon. Okay, nee, wir müssen wirklich in diesem... Wir müssen wirklich hier in diesem Gebiet bleiben. Die Sounds sind nah bei der Markierung. Vielleicht hier irgendwo außen am Wasser. Weiß jemand, wo wir diese Sounds finden, Leute? Irgendwie konnte man hier gerade was drücken. Wisst ihr, wo das ist? Du hast den Originalsound schon. Ja, aber ich muss irgendwas noch hier in dieser... Irgendwas muss ich aber hier noch machen in diesem Bereich, Leute. Irgendwas muss ich hier in diesem Bereich noch machen. Sonst wird ja hier nicht dieser gelbe Kasten unten rechts noch angezeigt werden. Und wenn ich hier rausgehen will, dann steht es immer, du verlässt das Missionsgebiet. Hier drüben ist es gibt mehrere Audioquellen. Kann man hier das ich Ding aufmachen? Ich finde, die Glocke sticht heraus. Versuche, diesem Klang nachzuspüren. Zu weit weg. Hä? Du sollst R2 gedrückt halten, okay. Und das zeigt uns dann... Quelle blockiert. Diese Quelle ist zu weit entfernt. Okay, das muss hier in die Richtung sein. Das muss hier in diese... Guter Sound, aber zu gedämpft. Du brauchst freie Sicht. Ich check echt nicht, was das hier gerade soll, ne? Suche die Quellen. Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Die Glocke auf dem Wasser. Die Glocke auf dem Wasser. Was denn für eine Glocke auf dem Wasser? Ich check diese Mission hier gerade nicht. Also sorry, Boys. Was denn für eine Glocke auf dem Wasser? Hier ist nirgendwo eine Glocke im Wasser. Rote, die rote Glocke im Wasser. Ach, da! Ah, warte, ey, das könnte halt wirklich sein, ne? Erstmal baden gehen. Irgendwo hinter mir. Jetzt, nee, aber man verlässt hier das Missionsgebiet, aber das kann nicht sein. Alles, was du brauchst, ist in der Nähe. Ich will dich nicht darum jagen. Das kann nicht sein, Leute. Ja, Leute. Ah. Sehr schön, das ist die richtige Entfernung. Ah, okay. Ich dachte, man muss da hingehen. Okay, ja, wir haben's. Ey, das ist ja aber auch ein, also, sorry, aber das war ja voll die Schmutzmission, ey. Wenigstens haben wir hier jetzt wieder diese Münzen für den Anzug eigentlich bekommen. Oder auch nicht? Die anderen Sounds für dich sind in der Stadt verteilt. Ich will diese Sounds nicht machen, ich will jetzt die Hauptmission weitermachen. Mich juckt das nicht, was du hier willst. Onkel Davis, ja? Das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Perfekt. Die Frage ist, wer hat den Onkel gerade angerufen? Das war gerade irgendwie so verdächtig. Und das macht doch tatsächlich meinen Kopf frei. Ich weiß jetzt, was ich tun muss.
Ich muss versuchen, was musst du das tun? Ganze auszureden. Persönlich? Wo? Trinity Church. Morgen Abend. Okay. Wieso fragst du? Ich frage, weil du eine wandernde Zielscheibe bist. Du musst mich nicht beschützen. Ist wohl nötig. Niemand muss Spider-Man beschützen. Weißt du, du hast gesagt, dass das Tape nie fertig wurde, weil du dich mit meinem Dad verkracht hast. Was ist eigentlich damals passiert? Es war... Dein Onkel arbeitet mit dem Bösewicht. Ich dachte mir das schon, weil er gerade so einen komischen Anruf reinbekommen hat. Ich glaube, irgendwas stimmt auch nicht mit dem. Ich glaube, der stinkt nach Scheiße, der Onkel. Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit dem. Versprochen. Okay, danke. Gut. Trinity Church. Denkt dran. Tinkerer gehört euch. Den Jungen lasst ihr in Ruhe. Oha. Oha. Er ist wirklich schon ein 30er-Sohn. Er ist ein richtiger 31er, der Onkel. Schade. Sein Verhalten. Einfach schade. Oh, wir sind wieder zu Hause. Mann, tat das gut. Ich war fertig. So, wir machen jetzt hier mal... Okay. Zack, zack. Ich will jetzt hier wieder gegen den Underground fighten. Ich will das Game jetzt durchspielen, Leute. Boah, also das ist schon ganz wilde Grafik. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Seid mir ehrlich, wie sieht das gerade aus hier mit diesem blauen Himmel? Oh, und die ganzen Hochhäuser. Wild. Alter, schmeckt. 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 So, wir haben wieder ein paar Levels abgemacht. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Fertigkeitspunkt. Ey, wir haben sogar schon wieder einen Fertigkeitspunkt. Ey, das geht ja echt richtig ab hier. Was ist das denn hier? Okay, nee, den Move kennen wir schon. Oh, da müssen wir noch eine Stufe höher sein, um das zu skillen. Finisher erzeugen müssen wir auch noch eine Stufe höher sein. Wir brauchen ja für die meisten Sachen noch eine Stufe höher. Na, weißt du was? Ich heb mal den Skillpoint auf. Vielleicht können wir den ja noch gebrauchen. Okay, dann rufe ich mal Finn an. Hoffe, sie geht ran. Ruf mal die Finn an. Hi, Spider-Man. Finn, hey, wir müssen reden. Persönlich. Damit du mich wieder anlügst? Ich muss das richtig stellen. Bitte. Komm, okay, er will's mit Finn treffen. Keine Lügen mehr. Bei der Trinity Church. Wenn du mich reinlegen willst. Oh Leute, ich finde das Game echt grafisch. Gut. Bitte, bitte. Wir sehen uns doch. Checkt einfach mal diesen blauen Himmel und die Spider-Man-Suit. Oh. Sie sich mit mir. Okay, wir treffen uns jetzt mit Finn bei der Trinity Church. Wo ist die Trinity Church? So. 4200 Meter entfernt, das ist ja ganz am anderen Ende der Stadt. Guck mal, wo das ist. Da seht ihr mal, wie riesig die Map ist. Gottes Willen, okay. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Action-Maction machen. Und let's go. Boah, das bockt, Leute. Ich sag euch, es ist. Das bockt einfach nur. Mashallah, diese Grafik. Hallo, Freunde. Hier ist der Danny Cast mit unserer Diskussion. Niemand interessiert sich dafür, Danny Cast. Unter uns Profis nennen wir das den Aufmacher vergraben. Mehr Hype! Darf ich mal was sagen? Und let's go! Denken Sie je darüber nach, was Sie hier anzetteln. Nachher noch Fortnite. Ich glaube nicht, dass es heute noch Fortnite gibt. Ich wollte heute eigentlich nur Spider-Man zocken, Leute. Morgen gibt's wieder Fortnite. Ist einem echten Journalisten wie mir schleierhaft. Sie sollten stattdessen den Jungen... K. Niemand. Was geht ab? Ich wollte gerade so auf Englisch aussprechen. K. Neymond. Was? Sie verdrehen alles, was Spider-Man tut, zu etwas Bösen. Während Spider-Man ist nicht böse. Alles entschuldigen, was Roxanne tut. Spider-Man größter Ehrenmann. Sofort unterstützen, wenn seine PR-Abteilung besser wäre. Oh nein, 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 nein. Die einzigen Probleme, die Spider-Man löst, hat er zuvor doch selbst verursacht. Das stimmt nicht. Spider-Man ist ein Ehrenmann. Boah. Ich finde diese Grafik hier gerade einfach zu wild. Für die sie Häuser und Geschäfte abreißen. Unser neuer Spider-Man beweist, dass Harlem nicht so kaputt ist. Dankeschön, The Galaxy Smasher für den Fünfer. Max, kannst du Cem Artis aus Wedding grüßen? Okay. Gruß geht raus an Cem Artis aus Wedding von Galaxy Smasher. Gruß geht raus.
dessen Idee war eine Diskussion mit einem Teenager. Es sieht nie gut aus, wenn man ein Kind vernichtet. Hol das Auto. Ich brauche eine Massage. Hallo? Ey, guck mal, wie lang... Also, das mal, da müssen wir wirklich einmal komplett ans andere Ende der Stadt. Lange wir hier rumschwingen müssen. Und der Rest achtet bitte darauf, jede halbe Stunde aufzustehen, wenn er am PC arbeitet. Bye. Da unten ist so ein Point von unserem Onkel. Aber unser Onkel ist ein 31er, da gehen wir nicht hin. Wir kümmern uns jetzt einfach nur noch darum, die Stadt zu retten. Let's go! Wisst ihr, was ich aber auch so krass finde? Dass man so viele verschiedene Spider-Man-Figuren kennt. Ich meine, es gibt ja alleine drei verschiedene Spider-Man-Schauspieler von den Filmen. Dann gibt's, keine Ahnung, nee, vier sogar. Oder? Drei oder vier, ich weiß gar nicht mehr. Dann hier in den Spielen ist immer so ein anderer Spider-Man. Das ist irgendwie schon verwirrend so. Kann es nicht mal einen Spider-Man geben? Ich meine, es gibt ja auch nicht 10 Iron-Mans. So, es gibt, wisst ihr, wie ich meine? Okay, wir sind bei der Church angekommen. Treffen uns jetzt hier mit Finny. Was für eine Art, mir zu sagen, dass du Spider-Man bist. Was, wenn du jetzt tot wärst? Ich soll mich schlecht fühlen, weil du mich... Drei verschiedene Spider-Mans gibt es. Ich will, dass du mich nicht weiter belügst. Du durftest in den Underground, weil ich dachte, dass du es verstehst. Ich verstehe es hier. Was Krieger mit Rick gemacht hat. Roxxon muss büßen. Aber nicht so. Das ist der einzige Weg, ihn zu schlagen. Du musst mich das durchziehen lassen. Bitte. Kein niemand, ich werde mal abchecken. Mail, das Ding ist, ich antworte halt nicht auf Mails eigentlich, weil... Das Ding ist, Kai, ich öffne keine Mails von Leuten. Ich krieg jeden Tag E-Mails, gehe ich aber nicht drauf wegen Angst, dass irgendwie Virus oder sowas mir geschickt wird. Wisst ihr, wie ich meine? Ich öffne wirklich keine Mails, die mir geschickt werden. Also schreib mir das lieber auf Instagram. Verstehst du, wie ich meine so? Ich bin da echt ein bisschen paranoid. Es gibt so viele Leute, die einen irgendwie kaputt machen wollen da draußen. Auch so genauso. Ich meine, es gibt ja alleine... vielleicht habt ihr das ja mit LP, mit Kev mitbekommen, ein YouTuber, der gehackt wurde, weil er auf eine Mail geklickt hat, auf einen Link geklickt hat, wo es aussah, als wäre das von YouTube, wie so eine originale YouTube-Mail, hat er auf den Link geklickt, sein Kanal war auf einmal gehackt. Deswegen, ich klicke auf keine Mails, auch wenn mir Firmen schreiben, selbst wenn es um so Geld geht, wenn Firmen schreiben, die mir Geld bieten wollen, ich sag immer, entweder mein Manager regelt das für mich oder so, also wisst ihr, wie ich meine, selbst bei so Sachen, wo ich Geld verdienen würde, antworte ich nicht drauf. Ich antworte auf keine Mails, die mir geschrieben werden. Deswegen nehmt ihr das nicht übel, aber einfach aus... Ich weiß, die meisten von euch nehmen das... Also die meisten von euch würden sowas nicht machen, aber es gibt immer Leute, die einen einfach hops nehmen wollen. Versteht ihr, wie ich meine so? Deswegen. Ihr müsst mir keine Mails schreiben. Ich werde darauf nicht antworten. Ey, warum ist dieser Rhino jetzt wieder da? Hat mir den am Anfang nicht fertig gemacht? Den hat mir doch am Anfang fertig gemacht. Warum ist der jetzt wieder da? Und der ist irgendwie stärker als davor. Wir wurden gerade abgezogen. Ich bin ganz schön enttäuscht. Oh, Krieger. Ja. Bei Miss Mason. Wusste ich irgendwie. Ach so, Kai, das ist ganz normal, aber weil die werden alle am 18. rausgeschickt, ja? Ich hatte wohl gehofft, dass wir beide das ist ganz normal. Also alle, die Adventskalender bestellt haben, jeder bekommt den, gar kein Problem. Die werden nur alle am 18. rausgeschickt. Also wir warten so mäßig ab bis zum 18. Bis dahin haben wir auch, wir haben ja auch gesagt, wir garantieren den Versand bis zum 1. Dezember. Also jeder bekommt pünktlich seinen Adventskalender. Und dann ist Stopp. Also dann kann man die eh nicht mehr bestellen, weil dann alle rausgeschickt werden. Weißt du, wie ich meine? So, also keine Sorge, jeder bekommt seinen Adventskalender. Am 18. werden die alle verschickt. Beziehungsweise alle an einem Tag geht nicht, weil tausende Leute sich die bestellt haben, aber... 18., 19., 20., so um den Dreh, werden die alle verschickt und dann kann man eh keine mehr bestellen, weil, wie gesagt, wir machen einen garantierten Versand vor dem 1. Dezember und dann, wenn es nicht mehr vor dem 1. Dezember kommen würde, kann man die auch nicht mehr bestellen. Also mach dir keine Sorgen. Das ist großartig. So. War das ein Abwehrreflex?
Mann. Ich hab's doch von Anfang an gesagt, der Typ stinkt nach Scheiße. Ich hab's von Anfang an gesagt. Als ich den ersten Mal bei der Story gesehen habe, wusste ich schon, der Typ ist böse. Und dann finde ich raus, wie du so tickst. Denn du verströmst den Duft. Hau rein, Kai. Biotechnik. Ja, also alles gut, Kai. Ich kann die Frage voll verstehen, ne? Aber ich glaube, es wurden auch Mails an alle rausgeschickt, wo das auch drin stand, dass am 18. der Versand beginnt, ja? Okay, ich gehe jetzt zum Sport. Heute sind die Beine dran. Quetscht das hier raus, wo meine Uniform ist. Ja? Sonst kann ich die Blase nicht öffnen. Ja, passt. Oh, und benutzt ihn. Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende. Oh mein Gott. Jetzt gibt's hier dicke Action. Oha. Ey, die foltern mich ja richtig. Max, der Vasa, ich hab's gesagt. Aua, aua. Warum foltern die mich denn so? Boah, wir machen unseren Finishing Move. Lassando, 95 Gaming. Warst du mal in Wachenheim, komme von dort. Ja, klar war ich da schon mal. Ich wohne da, vielleicht komm da aus der Nähe, sagen wir es mal so. Dankeschön für den Support. Oha, Alter. Der arme Spy, die haben mich ja gefoltert hier gerade. Ganz schön zäh. Was fand ich war gerade ein Asiak. Einen Ausgang. Zum Glück haben wir unseren neuen Anzug, sonst hätten wir das nicht geschafft. Polizei zu übergeben. Das ist verrückt. Was? So. Roxanne angeht, überrascht mich nichts mehr. Alles okay? Können wir die Scheibe einfach kaputt machen? Sobald wir hier raus sind. Ich schalte die Überwachungskameras aus. Überprüfst du den Computer? Hinaus. Ja, ich überprüfe den Computer, kein Problem. Was hast du gefunden? Da ist der Ausgang, durch das Büro. Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben, im Kontrollraum. Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus. Ich gehe runter und sehe nach, womit wir es zu tun haben. Okay. Warum habe ich das Gefühl, wir werden jetzt... Venom hat die Zelle geknackt. Sollte auch bei der Tür gehen. Wenn ich rausfinde, wo der Strom... Hallo? Okay. Gut, wir müssen Strom rein. Bin schon unterwegs. Bin direkt über dir. Wisst ihr, was ich aber nicht verstehe? Warum heißt diese Energie hier in dem Spider-Man-Teil Venom-Energie? Es hat ja nichts mit dem eigentlichen Venom zu tun, dieses, ne, dieser schwarze, keine Ahnung, dieses schwarze Wesen da. Ihr kennt ja den Venom-Film alle. Diese Energie, diese Blitze haben ja nichts mit Venom zu tun. Ich kümmere mich um die Security. Unsere Kameras im Südflügel sind. Okay. So, Leute, jetzt gibt's hier wieder dicke Action. Gottes Willen. Warte mal. Damit hast du mich gerettet. Da vorne sind noch zwei. Noch zwei? Hier sind 10. Hier sind 10 von denen. Hat uns ihre Position gegeben. Hallo. Einfach das falsche Ding gespawnt. Aber egal, ich hab so Handlanger hier gespawnt. Das ist anders gelaufen als geplant gerade. Und moin, Meister! Huhu! Guck mal, wie viele von dieser Energie wir haben! Oh mein Gott. Krass. Okay, okay. Okay, okay. Okay, wie schalten wir die jetzt am besten aus hier? Wie schalten wir die jetzt am besten aus? Eindringling, es ist Spaß. Komm her! Halte ihn am Boden! Yeah.
Okay, irgendwie muss die mehr wegkloppen hier. Oh mein Gott! Aua! Schaltet Spider-Man aus! Okay, ich habe aber noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Geht mal hier alle hin. Die halten auch echt viel aus. Das muss man denen wirklich lassen. Die halten richtig viel aus. Wir müssen erstmal wieder Leben regenerieren. Auch irgendwie diese Mega-Punches. Okay, sehr wichtig, sehr wichtig. So, und finito. Finito. Capito. Was soll ich aktivieren? Die Überschreibung aktivieren, okay. Ich glaube, da müssen wir hier rein. Ich glaube, da müssen wir eine Scheibe einwerfen. Oder auch nicht. Oder man läuft einfach rein. Ich dachte, da wäre eine Scheibe, Leute. So lost, okay. Sieht aus wie eine Art Datenarchiv. Was wohl auf den Computern ist? Keine Ahnung, Emil. Ich weiß nicht, warum. Überschreiben aktiviert. Da ist ein Sprachmemo drauf. Sir, die Polizei fragt nach Rhino. Was sagen wir Ihnen? Unser Mann im Rap. Boah, die haben diesen Rhino behalten, den wir am Anfang ausgenockt haben. Und deswegen war der Rhino jetzt gerade stärker. Dass sie damit davongekommen sind. Tür ist entriegelt, aber du musst sie aufbrechen. Alles klar. Okay, wir müssen die Tür einmal aufbrechen. Okay, das war jetzt ja nicht so schwer. Ich dachte, jetzt kommt hier was Spektakuläreres. Ah, das Spiel ist schon echt gut gemacht, muss ich sagen, hier mit diesen ganzen Cinematic-Effekten und so. Ist schon echt Real Talk. Ein gutes Game. Oh, Rhino. Oh, oh. Und der ist jetzt stärker als der erste Rhino und der war schon stark. Aber wir sind auch stärker geworden. Das ist das beste Druckmittel für Miss Mason. Ich meine, ihr habt sie gefangen. Zusammen. Ich meine, du. Oh, jetzt sieht er, dass sein Onkel ein 31er ist. Ich hab's schon wieder predicted. Ich hab's auch wieder gewusst. Ich hab einfach das Ding durchgespielt. Ihr wolltet den Kleinen in Ruhe lassen. Onkel Aaron? Ah, der Kleine. Ich liebe es, wenn du das sagst. So väterlich. So väterlich? Ist er etwa der Vater? Ey, nächster Predict von mir. Der Onkel ist eigentlich sein Vater und deswegen hat er sich mit dem Vater verstritten, weil funktioniert immer. Er eigentlich der Vater ist. Nächster Predict. Mal schauen, ob der auch wieder stimmt. Weil er das so betont hat, väterlich. Uniform gefährlich ist, was mit Rick Mason passiert ist, wenn das öffentlich wird. Ja, wird es aber nicht. Also hör mal. Als gesuchter Dieb würdest du bei all den Dingern, die wir gedreht haben, gleich in der Zelle neben mir landen. Und wir wissen beide, dass du dir dafür zu wichtig bist. Also... wir gehen jetzt rein und sehen nach Miss Mason und Spider-Man. Oh, und dann werden sie merken, dass wir nicht mehr da sind. Eher eine Art geschlossene Gesellschaft. Das ist so ein ekliger, das ist so ein schmieriger Typ, der Kerl, ey. Bye. Auf den. Okay, finde den Kontrollraum. Nein. Moment. Kennst du den Kerl? Wurden wir deshalb geschnappt? Ich wusste, dass er für Roxxon arbeitet, aber dass er mich pfeift. Wurde es einfach von deinem Onkel hintergangen? Dein Onkel ist einfach ein 31er Sohn. Warum höre ich dir überhaupt noch zu? Nein. Es muss alle erklären. So, Energie raus. Ich wusste nicht, dass das passiert.
dir einfach. Los, gehen wir weiter. Sie lassen alles abriegeln. Das ist der Kontrollraum, in dem wir müssen. Also müssen wir an den Rolltoren vorbei. Hier ist ein Wartungsfeld, aber es braucht Strom. Kein Problem, ich kann immer Strom geben. Hallo. Hau mal ab hier. Geh mal weg hier, Mädchen, ich regel das. Lass mich doch Strom drauf machen, ich kann das, du nicht. Ey. Das muss an einem Generator hängen. Triggert mich. Stell den Strom wieder her. Wo ist der Generator? Da unten ist ein Generator. So. Bam! Und Strom rein. So, du hast Strom. Ich versuch's. Ich kann die Rolltore nicht kurz schließen, nur Maschinen bewegen. Den Kran zum Beispiel. Vielleicht nutzt uns das was. Ich sehe mich um. Brauch dich da unten, bei den Maschinen. Okay, ich muss irgendwie hier zu dem Kran hin. Was soll ich hier machen? Wie kann ich dir hier helfen? Hey, ich kann den Kran hoch und runter fahren. Bringt das was? Ich muss, glaube ich, zu dem Motor hier. Irgendwas muss ich hier, glaube ich, machen. Sonst wird mir das hier nicht gelb angezeigt werden. Vielleicht hilft der Kran uns weiter, irgendwie. Nutze dein Netz, um den Kran... Ah, ich soll den ziehen. Ah. Sag's doch gleich. Hey, der Kran ist jetzt über dem Motording. Motording? Ich hab ne Idee. Kannst du den Kran wieder zum Fließband bewegen? Ja. Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Ja, kann ich bewegen. So, dann ziehen wir den Idioten hier wieder rüber. Und rein da. Der Laser sollte den Motor aktivieren. Ah, Mist! Laserkurzschluss! Ich kann den Strom umleiten. Müssen wir hier den Strom... Ich sag euch ehrlich, man ist in dem Spiel... Man ist in dem Spiel halber Elektriker. Der Laser funktioniert. Mit einer neuen Stromquelle. Kein Problem, ich kann auch, ich kann auch hier Stromquellen legen. Wie geht denn das aber nur? Mit den Knoten und ein paar Netzen kann ich Strom zum Laser umleiten. Ich muss doch jetzt eigentlich nur... Ich muss doch jetzt eigentlich nur hier so ein Ding dran schießen. Okay, irgendwie nicht. Was ist im Weg? Ziele auf den Generator im Release. Ah, das Glas hier ist halt im Weg, ne? Das ist das Ding. Kann ich das Glas hier wegmachen? Kann ich das irgendwie kaputt hauen? Nee, das geht nicht. Da ist ein Knoten am Kran. Ah, ein Knoten. Ah! Aha! Ich verstehe doch! Die Netze leiten Elektrizität. Elektrizität. Ich verschieb den Kran, dann reichen die Netze zum Laser. Ach so, okay. Jetzt müssen wir den verschieben. So. Alles klar. Ich sag euch ehrlich, Elektriker. Einfach Elektriker. Laser ist an. Überlade, wird explosiv. Und explosiv ist gut, wenn wir die Rolltore zerstören wollen. Explosiv ist sehr gut. So, jetzt einmal bitte hier zerstören. Machen wir es explosiv. Lade die. Ah, ich muss den Motor aufladen, okay. Ich wusste, ich muss hier noch was machen. Und jetzt muss ich diesen explosiven Motor da rein pfeffern. Hast geschafft. Boah. Zu wild. Da kommen wir raus. Gib mir ein paar Minuten. Max, was geht ab? Sie wissen, was wir vorhaben. Kein Wunder. Es gibt nur einen Ausgang. Okay. Ich kümmere mich um die Wachen. Du machst diese Tür auf. Eins noch. Hast du je überlegt, mich anzurufen? Zu sagen, dass du Spider-Man bist? Nein. Einfach nein. Hast du
Nach dem Tod meiner Eltern musste Rick quasi zu meinem Dad werden. Ein Bruder fehlte mir trotzdem nicht. Denn ich hatte ja dich. Jetzt wird's ja ein sentimental. Das hält nicht ewig. Geh! Ich komm klar, geh schon! Boah, sie will den Helden spielen. Nicht gut. Wir werden die einfach ausnocken. Die, die draußen sind, die werden wir jetzt wegnocken. Und werden Finn helfen. Typen mit den Lampen am Helm erkennen Wärmesignaturen. Oh. Sie sehen dich auch, wenn du unsichtbar bist. Okay. Wie viel aus ihrer Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt? Vermutlich Millionen von Dollar an Schwarzgeld. Mach den Weg frei. Ich überbrücke die Sicherheitsvorkehrungen. Dann geht's raus. Ich habe immer noch Zugriff auf die Maschinen, wenn du was bewegen willst. Ich will als erstes den Typen ausnocken mit dem... Alles mit klar. Dem Nachtsichtgerät. Ja, die Netze sichern die Tür. Aber die Basis ist in Alarmbereitschaft. Sei vorsichtig. Es gibt nur eine, ich will ihm einen One-Takedown geben. One-Takedown ist Beste. Ich weiß nicht. Tinkerer ist gerissen. Rhino sagt... So schnell geht's. One-Takedowns fallen nämlich auch nicht auf. Ich will nicht an der Decke laufen, Bro. Hä? Bro, ich will nicht an die Decke laufen. Danke. Sie wissen, dass du da bist. Sie rufen Verstärkung. Oh oh. Seit wann werde ich denn auf einmal jetzt hier, Das Problem ist, jetzt können wir uns hier nicht mal mehr unsichtbar machen. Wir werden halt einfach direkt straight gesehen. Ey, Mann. Das ist nervig, dass wir gesehen werden, obwohl wir... Oh mein Gott. Wir müssen uns ein bisschen in der Bedeckung halten. Wir müssen uns hier echt ein bisschen in der Bedeckung halten. Okay, die kommen alle. Ich werde safe sterben. Ich werde safe sterben. Das ist zu krank. Ich muss mich aufheilen. Ich kann leider keinen Supermove verwenden. Die treffen mich halt auch Real Talk die ganze Zeit. Ey, der Typ hat den Scanner da. Der kleine Kelp da unten. Jetzt kann ich mich doch unsichtbar machen, oder? Hä? Er schießt mich ab, obwohl ich unsichtbar bin. Was ist das? Was ist das, Leute? Also ich sage euch ehrlich, das wird so ein schweres Ding. Und das wird ein ganz schweres Ding. Auch wenn du unsichtbar bist. Wie viel aus ihrer Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt? Okay, die Gelben haben alle so diese... Ah, okay, ich muss immer zuerst die Gelben ausschalten. Okay, ich verstehe. Ich habe immer noch Zugriff auf die Maschinen, wenn du was bewegen willst. Ich muss ein paar Wand-Takedowns verteilen jetzt. Und erstmal die Gelb... Also die Gelb... Leute, ja, lauf doch mal hier runter jetzt. Ey, ich krieg einen Anfall. Alles klar da drin? Ja, die Netze sichern die Tür. Aber die Basis ist in Alarmbereitschaft. Sei vorsichtig. Schluss damit! Ja, super, ich bin direkt... Ey! Ey, was war das für ein Fail, Digga? Warte, lass mich kurz sterben. Mach es jetzt auf die laute Art. Lass mich einmal kurz sterben.
Ja, komm, killt mich kurz. Ey, einmal falsche Taste gedrückt, direkt Mission gelaufen. Ich weiß, dass man zum Ausweichen Kreis drücken muss, aber das sind zu viele. Die schießen alle auf einen und die treffen einen auch immer. Aber danke schon, Sams. Warte, ich weiß, wie man das spielen muss. Es gibt vier Leute, die... Es gibt vier von den Paulbergern. Mach den Weg frei. Ich überbrücke die Sicherheitsvorkehrungen. Dann geht's raus. Es gibt vier von den Paulbergern, die dieses Nachtsichtding haben. Und die muss ich ausschalten. Ist klar da drin? Ja, die Netze sichern die Tür. Aber die Basis ist in Alarmbereitschaft. Sei vorsichtig. Guck, zum Beispiel der hier kann auch, hat auch diese Nachtsichtding. Okay, warte. Da ist jetzt noch einer mit Nachtsichtgerät. Einer noch mit Nachtsicht. Und das ist der da unten. Dann haben wir's. Wir machen das jetzt hier auf ganz professionell. So, here we go. Okay, jetzt hat niemand mehr Nachtsicht. Jetzt können wir die eigentlich... Sollte das gar nicht mehr so schwierig sein, die jetzt wegzumachen. So. Man muss das hier echt auf Taktik machen. Wie wir die alle nach und nach wegknocken. So muss man das machen. So muss man das machen. Gut. Versprich mir, dass wir darüber reden. Ich werde auch zuhören. Gut zuhören. Ich habe mich entschieden, Miles. Finde dich endlich damit ab. Dann muss ich dich aufhalten. Damit musst du dich abhalten. Hab's geschafft. Wir treffen uns im Ausstellungsraum des Fließbands. Sehen uns dort. Mach es jetzt auf die laute Art. Erledigt den Kerl! Oh oh. Jetzt wird's hier wieder ganz böse. Oh. Hier würde ich gerade gerne diesen Mega-Punch reinmachen, aber... Da müssen wir noch ein bisschen unsere Fähigkeit aufladen. Ist hier noch irgendwo jemand alleine, den wir wegknocken können? Nicht der Glückstag heute. Sorry. So. Hier stehen noch mal zwei. Ja, Sir. Bin unterwegs. Lass du mir bieten. So, jetzt haben wir hier jeden fertig gemacht. So muss das laufen. Oh, 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 ey, da kommen ja noch welche. Hallo.
Ich dachte, hier ist jetzt finito. Okay, die haben ein bisschen Verstärkung, aber das Gute ist, das sind keine Leute, die mich mit Nachtsicht sehen und deswegen kann ich einfach den hier machen. Oh, lol. Woher? Wie haben die sich da wehren können? Wie haben die sich denn dagegen gerade wehren können? Das war ein Venom-Angriff aus dem Nichts. Oh mein Gott. Zu cracked. Halt dich da raus, Spider-Man. Deckung! Okay, das Hologramm juckt die irgendwie gar nicht. Ausschalten! Oh mein Gott. Ey, wenn die einen treffen, die nehmen einem direkt diese Fähigkeiten weg, ne? Ich muss jetzt nochmal versuchen. Ey, die kippen halt einfach nicht um. Die kippen halt wirklich nicht um, wenn man das macht. Ich muss versuchen, vielleicht mit einem One-Takedown. Vielleicht kann ich die mit einem One-Takedown wegmachen. Ich sehe nicht mehr. Ja. Spider-Man darf nicht entkommen. Wichtig. Er könnte überall sein. Gib dir mal einen schönen One-Takedown, Junge. Oder so ein Takedown, ist auch okay. Okay. Wie viele Gegner sind jetzt noch hier? Da hinten ist noch einer auf der Treppe. Ich glaube, das ist der letzte, oder? Ich sehe sonst keinen mehr. Last Gegner da hinten. Okay, here we go. War doch jetzt hier gar nicht mal so schwer. Kommst du? Die Türen sind verriegelt. Ich finde einen anderen Weg. Okay, wo müssen wir hin? Da oben müssen wir hin. Was, wenn wir Ricks Tod öffentlich machen? Hast du Beweise? Ich glaube nämlich nicht, dass das Wort von zwei Maskierten den Leuten reicht. Es muss irgendwie gehen. Da ist der Ausgang. Hey. Wiedergefunden. Danke. Ich kenne das. Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Das ist Kriegers Labor, Junge. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte. Hier sind alle nur vom Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name. Wann ich wieder GTA Live mache, weiß noch nicht, Leute. Das kann Roxxon vernichten. Kein Plan? Oh, der spürt was. Oh nein. Oha, jetzt Bossfight, Leute. Jetzt dieser andere Bossfight. Das war der erste Bossgegner, den wir am Anfang hatten. Der ist jetzt wieder zurück, aber stärker. Der ist jetzt immun gegen meine Elektroschocks. Ist ein Ende. Ah, ich glaub's auch. Uff. Oh mein Gott, Leute. Niemals überlebe ich das hier. Fahren wir spazieren? Okay. Ey, nein! Die haben diese Ortungsding. Du bist ein würdiger Gegner. Ich schenke dir einen guten Tod. Einen guten Tod? Das kann man wohl irgendwie als Kompliment deuten. Los damit! Letzte Warnung! Tja, dabei wird mir Elektrizität durch den Körper gejagt. Ziemlich komisch. Ich brauche meine Fähigkeit wieder. Ich glaube aber irgendwie, ich muss diesen Fetten lenken.
Chef. Der Finn aber auch ein bisschen. Wir müssen dem ausweichen und trotzdem erstmal diese ganzen Wachen hier ausschalten. Ihr seid zu zweit. Kein Problem. Lol. Der trifft ja gar nichts, der Bummel. So, here we go. Wir helfen ein bisschen der Tinkerer aus. Müssen hier noch ein bisschen den Steinen ausweichen, aber dann läuft der Hase eigentlich. Man muss einfach immer nur in Bewegung bleiben, dann kann er eigentlich nichts machen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Hase läuft, der Hase läuft. Wir sind gut im Flow, wir sind gut im Flow. Man muss einfach immer nur ausweichen. Bisschen die Leute verprügeln. Fand ich jetzt ehrlich gesagt bis jetzt gar nicht mal so schwer, den Typen hier. Muss halt ein bisschen in... Oh, oh, falscher Move, falscher Move. Muss einfach nur ein bisschen in Bewegung bleiben. Da immer mal wieder so ein bisschen so eine kleine Wache hier wegnocken. Oh Gott, nein. Er hat mich gerade erwischt, aber alles gut. Unsere Energie ist sehr, sehr aufgeladen. So, den Rhino immer schön ausweichen. Immer schön hier den Dingern ausweichen. Sehr wichtig, sehr wichtig. Da kommen aber auch gefühlt immer mehr, ne? Finishing Move. Oh mein Gott, Finishing Move. Mit der Finn zusammen. Übelst nice. Das Problem ist halt gleich bei diesem Rhino. So. Durch diesen Anzug geht nichts durch. Holt ihn auf den Boden. Nein. Oh, das war dumm. Ich habe den falschen gerade. Ich habe ihn angegriffen, obwohl ich eigentlich diesen Handlanger da gerade angreifen wollte. Beruhig dich jetzt mal hier, Rhino. Das wären aber auch irgendwie echt nicht weniger, ne? Leute, seid mir ehrlich. Wie kann man das Ding hier gewinnen? Ich weiche ja hier die ganze Zeit aus, aber ich habe irgendwie nicht so... Ich habe einfach nicht so das Gefühl, dass das hier gleich mal zu Ende ist. Weil wir einfach die ganze Zeit nur am Ausweichen sind. Und ich finde, wir machen eigentlich gerade einen guten Job, immer schön ausweichen. Trotzdem irgendwie ein bisschen diese Handlanger hier verprügeln. Lol, 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 was ist das? Manchmal macht er nicht so die Move, wie ich das will. Guck mal, da kommen immer mehr von diesen Handlangern. Man kann die gefühlt gar nicht stoppen. Ich muss irgendwas Besonderes machen, um diesen Rhino zu stoppen. Aber ich weiß noch nicht, wie. Kann man den irgendwie wieder lenken? Ich glaube irgendwie nicht, ich weiß nicht.
Du musst Boss bekämpfen, der andere kommt immer. Was sagt ihr, Leute? Ich muss gerade Live-Chat lesen. Ja, ich drück ja die ganze Zeit. Muss ich bei dem hinten... Doch, ich glaube, ich muss bei ihm hinten drauf, oder? Nee. Ich weiche ihm ja die ganze Zeit aus, aber wie können wir das... Muss ich den wieder so von hinten, so reitenmäßig auf No Sexual? Weil die Handlanger, die kommen ja echt an... Ja, nee, das bringt gar nichts. Ich muss ihn in den Panzer reinlenken. Ja, ich weiß, wie ich das am Anfang gemacht habe, aber wie komme ich denn nochmal hinten auf den drauf? Er geht ja nicht drauf auf ihn. Er geht ja nicht drauf auf ihn. Habt ihr das gesehen? Ja, doch, jetzt. Nein, jetzt war es gerade, oder? Muss ihn in den Panzer reinlenken. Okay, das heißt, er kommt ja irgendwie immer so zu mir gerannt. Ah, jetzt ist er fast in den Panzer rein, aber eben nur fast. Ja, super. Ich check das nicht, Leute. Okay, Schatz, Essen ist dann ready. Ich bin dann auch da. Ich darf nicht rumschwingen. Okay. Ich stelle mich einfach jetzt mal hier vor den Panzer. Er muss in den Panzer reinrammen, okay? Vielleicht muss ich mich hier auf den Panzer draufstellen. Vielleicht muss ich mich echt hier auf den Panzer draufstellen. Hä, das bringt gar nichts. Ja, ich stand ja gerade da und wollte ausweichen, als er kam. Aber es hat halt auch nichts gebracht. Ich chill hier einfach gerade bei ihm, so, weißt du? Er rennt halt einfach gerade gegen einen Panzer. Ich muss den lenken. Ich sag euch, wie es ist, Leute. Ich kann das Ding nur gewinnen, wenn ich den lenke. Lenk ihn doch, Mann! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ja, ich muss auf den, aber wie kann ich denn wieder auf den gehen? Das check ich nicht. Das sieht immer so aus, würde er auf ihn gehen, aber dann geht er nicht auf ihn. Weil wenn man Dreieck drückt, guck mal, wenn man Dreieck drückt, macht er den hier. Ja, okay. Wenn man Dreieck drückt, dann macht er den hier. So, aber er geht halt nicht drauf. Und jetzt habe ich ihn halt gerade übelst gut weggelenkt eigentlich. Ah! Jetzt habe ich es verstanden. Okay, okay, okay. Warte, jetzt habe ich es verstanden, Leute. Jetzt! Ich habe es gerade verstanden. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich es gecheckt, Leute. Okay, warte, man muss im richtigen Moment ausweichen, dann macht er diesen Sprung automatisch. Ja, 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 so schön. Komm her, du Idiot. Hätte ich ihn jetzt attacken können? Ah, lol. Du stehst auf und ich schlag dich wieder nieder. Oh, aber ich muss dich nur einmal treffen. Deine Rüstung ist heftig. Seine Rüstung ist echt eine Baba-Rüstung. Deine Rüstung lügt,
Jetzt hab ich's, Leute. Ich hab's jetzt raus. Ich weiß, wie's geht. Komm noch her. Boah, das war knapp. Hä? Warum ist der gerade nicht in den Panzer rein? Mann. Ich warte jetzt hier vor dem Panzer, bis er hier wieder reinrennt. Ah, Mann. Knapp. Komm her. Komm her, du Idiot. Ey, warum rennt der denn gerade nicht in den Panzer rein? Nerv mich doch jetzt nicht. Ja, sehr gut, sehr gut. Und jetzt auf die Fresse. Seid ihr kleine ins Gesicht, Digga. Gut. Dann wird eure Niederlage umso heftiger. Ganz schön großspurig. Gleich haben wir es, Leute. Er blafft. Mach weiter Druck. Oha, wie oft muss man den denn noch schlagen? Oh mein Gott, jetzt nehmen sie ihn hops. Jetzt nehmen sie ihn hops, Leute. Here we go. Emilio, was geht? Oha, oha. Er tritt jetzt richtig durch. Und wenn ich die Motoren auflade? Genau wie vorhin, dass wir diese Motoren aufladen, dann kriegen wir den. Oha, Alter, was war das denn? Ich dachte, es fliegt gegen die Stütze. Der Motor ist aufgeladen. Ist das dein Fuß? Ich habe mit der Entwicklung der Rüstung wohl nicht an explodierende Motorblöcke gedacht. Wichtig, wichtig, Leute. Heute werde ich ihn für immer. So was machen wir nicht. Doch, ich töte ihn. Ich werde ihn töten. Deshalb wirst du verlieren. Weil wir Ehrenmänner sind. Deine Rüstung ist ziemlich ramponiert, Rhino. Geh weg von mir. Ja, langsam ist er. Langsam ist er pisst. Das ist nur oberflächlich. Warum klingst du dann so müde? Au. Oh. Deine Panzerung bröckelt! Jetzt kloppen wir den. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn an seinen kleinen Rhino-Eiern. Jetzt gibt's einen Energiepunch vom Feinsten. Reicht für ein paar Stromschläge? Ich kann dich nicht leiden. Ich kann dich auch nicht leiden. Oh, 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 oha! Er blockt einfach meine Attacks gerade ab. Das Ding ist, ich muss halt ein bisschen diese Energie sammeln. Ja, mit Venom, ich weiß. Aber Venom ist gerade... Here we go. Ey, ja, der Typ ist wirklich... saftig. Ja, das ist sie. Nein! Ich war nicht nah genug bei ihm dran. Das ist wirklich kein leichter Gegner. Nein. Jetzt nicht verkacken hier kurz vor Schluss. Kurz vor Sendeschluss. Ich will dich tot.
Bist du müde? Schläfchen gefällig? Ich bin nicht müde. Er taumelt. Mach ihn fertig. Ja, ich brauche noch einmal ein bisschen Venom-Energie. Du musst mir von den Handlangern holen. Dann mach ich ihn fertig. Gleich haben wir es. Nein! Mann! Nervt mich doch nicht. Aber meine Venom-Energie ist ready. Aber ich darf jetzt nicht verkacken. Wenn ich jetzt verkacke, war es das. Ich habe noch Kraft. Hä? Bruder, wie viel hält der denn aus? Guck mal, wie oft man den hitten muss. Oh, rote Schädel knack ich am liebsten. Vielleicht vergessen wir das Schädelspaltenkurs. Okay? Whee! Spider-Man! Spider-Man! Oh, ausweichen. Okay, jetzt wir haben wieder unsere Venom-Energie ready. Nein! Nein, wir waren... Nein, wir waren neben ihm! Oh, Gottes Willen. Nein, der war nicht im Radius drin. Oha, jetzt am Ende nochmal richtig hier auf Spannung angelehnt. Jetzt muss ich hier wieder ein paar Handlanger boxen, damit ich Energie kriege. Das ist gar nicht mal so nice. Okay, wir haben Energie. Nein. Ey, Digga, ey, ehrlich jetzt. Kurz vor Schluss jetzt hier nochmal. Gescheitert, ey, Mann. Warte mal, jetzt müssen wir, glaube ich, hier ein ganzes Stück nochmal wiederholen. Ich war gerade übelst unkonzentriert. Ich brauche Venom-Energie. Okay, wir haben Venom-Energie ready. Mann! Gleich fliegt der Controller hier durch die Gegend. Was ist denn das jetzt? Ich war gerade so in meinem Flow drin. Gleich fliegt der PS5-Controller zum ersten Mal, ich sag's euch. Ausweichen. Okay, und wir sind Full Energie. Jetzt haben wir Venom Energie. Ich betäube meine Sinne. Einfach nur fett. Ich habe noch Kraft, euch zu erledigen. Du kannst nicht mehr weglaufen. Wir reißen dich in Stücke. So, ihr Leute, jetzt gehört er mir. Jetzt gehört er mir. Gleich haben wir ihn. Nice. We got it. We got it, Leute. We got it. Und pass auf, dass er nicht irgendwas macht. Bin gleich zurück. Das war wild. Das war zu wild, Leute. Zu wild. Kriegers Daten werden Roxanne vernichten. Richtige Weise. Weißt du, Krieger hat mir erzählt, wie dein Bruder starb. War sehr amüsant. Klappe. Oha. Er geht auf Familie. Gesagt,
Es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Sie wird ihn jetzt safe killen. Überladen. Er hat Zeitdruck. Sie wird ihn jetzt safe killen. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlan. Du musstest zuschauen. Hilflos. Nein, nein, nein! Sie wird ihn jetzt wegnocken. Sie wird ihn... Jetzt dreht ihn ein bisschen durch, wegen dem Bruder. Er dreht jetzt ein bisschen durch hier. Macht sie denn jetzt so einen 31er-Move, ey? Gehörst zur Familie? Lass sie mal verkloppen. Meine Familie ist tot. Genki. Ich brauche Hilfe. Oh. Der hat heute ordentlich eingesteckt. Es war ein langer Tag für den. Ich besorge ein paar Lappen. Und Antibiotika. Okay. Miles? Wo bist du? Pero qué pasó? Oh lol, jetzt erfährt's die Mom. Die Mutter erfährt's jetzt einfach, dass er Spider-Man ist. Ich muss dir was sagen. Finn greift die Plaza an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Dein Sohn ist Spider-Man, ja? Du hättest sterben können. Ja, Mama? Puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt... Wäre nicht nötig gewesen als Spider-Man. Pass auf mich auf. Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mache alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles. Nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. Oh. Nada. Bisschen auf sentimental. Kraft, David, was geht ab? Ehrenmann. Es reicht schon, um ein Held zu sein. Nein, MKNR, die Musik ist leider nicht copyright-free, deswegen verdiene ich damit auch leider keine YouTube-Einnahmen. Aber scheiß drauf. Ich find's mit Musik, ohne Musik fände ich sau langweilig. Ich fänd's einfach langweilig und deswegen ich zieh einfach durch mit. Scheiß auf Geld, Leute. Hauptsache, es geht alles um Unterhaltung, Leute. Das ist das Wichtigste. Starten wir mit der Evakuierung. Und ohne Musik ist einfach nur halb so episch. Ist einfach so. Dann scheiß ich ein bisschen auf das YouTube-Geld. Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Also mein letzter Stream von Spider-Man wurde geclaimed. Sein Pate. Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Gerne. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen. So. Dann geht's weiter. Okay, meine Freunde. Wir sind jetzt aber am Ende des heutigen Livestreams angekommen. Über 3 Stunden waren wir wieder live. Ich würde noch länger streamen, aber Mylin meinte so, ich soll gegen... halb circa fertig, Mann, weil sie Essen macht. Da will ich natürlich meine Frau nicht warten lassen. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir werden jetzt hier mal direkt manuelles Speichern machen. Zack. Wir speichern den Hasen.
Ja, wichtig. So. Und jetzt machen wir hier beenden. Ich werde das Ding natürlich weiter streamen, meine Freunde. Das ist noch nicht das Ende. Wir werden die Story einmal komplett fertig streamen. So, warte mal. Ich will mal gucken. 44% haben wir das Spiel jetzt fertig. Also fast die Hälfte. Vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen längerer Stream oder so. Dann können wir das Ding vielleicht sogar ganz fertig kriegen. Meine Freunde, ich bedanke mich natürlich immer vielmals für den geilen Stream. Und dann wünsche ich euch was. Ich werde jetzt am Ende noch 3 Leute grüßen. Also schreibt mal gerne noch euren Namen rein. Ich werde jetzt hier am Ende nochmal euch aus Knast entlassen. Wir machen hier mal Knastvergang. Zack. Jeder kann jetzt was reinschreiben. Ich werde, wie gesagt, noch 3 Leute grüßen. Vielen, vielen Dank für den babamäßigen Stream wieder. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische mit einem neuen Video. Vielleicht sogar noch mit einem Stream. Ich muss mal gucken. Also mindestens ein Video gibt's. Aber wie gesagt, vielleicht sogar Video und Stream. Ihr wisst es doch. Ich bin doch der aktive Hase, meine Freunde. Der aktive. Checkt gerne noch mein Video von heute Mittag aus. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich grüße jetzt hier den Jonathan Becker. Gruß geht raus. Dann grüße ich den Only Gamers, den Osama. Und den Carsten Webner, der aber eigentlich Peter heißt. Gruß geht raus. Meine Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuende schauen. Dankeschön für den ganzen Support, Cramex Army. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Cramex. Ciao.